Die immer mit dabei. Also es geht zur Sache. Also das hat ja schon bei den Damen, bei den Besten der Welt in der allgemeinen Klasse sehr, sehr heftig ausgesehen. Das ist schon eine echte Challenge, oder? Für die Kategorie der 16 bis 20. Absolut. Also es ist extrem fordernd. Also noch schwerer, würde ich sagen, geht es nicht mehr für die Jungen. Aber ja, es ist eine Herausforderung. Es soll ja was Besonderes sein. Und als Juniorenweltmeisterschaft, ich glaube, da sieht man halt wirklich die Allerbesten, was vorne sein werden. Das glaube ich auch. Die Niki war auch schon mal dabei. Medaille hat es auch mal gegeben. Eine war im Juniorenbereich für dich vorgesehen. Genau. Du hast später noch deftiger abgeräumt. Ja. Neunmal bei Weltmeisterschaften, dreimal bei Olympischen Spielen. Und was ist bei den Junioren gegangen? Bei den Junioren bin ich einmal Dritte geworden in der Abfahrt und ich habe mir das eigentlich aufgespart für die Großen. Ah, sehr clever. Sehr clever ja. Taktiert hier. So, Sie sehen es, eine dichte Wolkendecke da oben. Die wird im Normalfall, so der Wetterbericht, auch für recht zumindest gleichmäßige, aber keine idealen Sichtverhältnisse sorgen. Ist das ein bisschen unangenehm, weil es eh schon schwierig ist und man jetzt nicht gar alles sieht? Natürlich ist es ein bisschen unangenehm, aber es ist so eine leichte Bedeckung. Also es geht von der Sicht her. Sie haben gut gefarbelt, es ist sehr viel blaue Farbe drin und man weiß, die Piste ist wirklich in einem Top-Zustand. Es sind keine Schläge drin, manchmal ein paar so feine Wellen, aber das soll kein Problem sein. Man muss sich nur darauf einstellen. Oberteil natürlich noch ein bisschen ganz leichter Nebel, also es ist nicht ganz klare Sicht, aber es sollte kein Problem sein. Okay, schauen wir da oben. Auf alle Fälle schon Ine Haugland aus Norwegen mit einer gewissen Nervosität als Testpilotin hier. Niki würde sagen, da schauen wir uns jetzt mal ganz genau drauf, was das hier alles abverlangt. Ganz genau, also der Start ist knapp oberhalb von der Waldschneise, also am Gampeneck. Und da gilt es natürlich, dass man mit voller Aggression rausstartet und gleich in eine tiefe Position geht. Jetzt ist es schon ein Fahrt Eisfall. Da druckt es ein bisschen weit raus. Ein spektakuläres Stück hier. Aber mal gut geschafft hier, diese erste große Schwierigkeit. 115,7 schon gestern war übrigens die Vorarlbergerin Lea Lipburger mit 116,2 km/h, die Dame, die höchste Geschwindigkeit gemessen erzielt hat. Da ist wichtig, dass sie mutig geht. Achtung! Da geht es dann doch relativ steil runter. Das ist jetzt noch glimpflich abgegangen. Wie bereits gesagt, es sind. Ja, da war eine leichte Bodenwelle und sie war vom Schwerpunkt ein bisschen zu weit hinten, hat dadurch die Welle nicht mehr schlucken können und leider der Fahrfehler. So, jetzt müssen wir leider gleich einmal dazu sagen, dass es im ersten Training Schwierigkeiten gegeben hat. Da hat es eine Slowenin erwischt mit einer Unterschenkelfraktur, was wir gehört haben. Und gestern im Abschlusstraining auch eine Schweizerin mit Startnummer 1, die musste sogar mit dem Hubschrauber auch weggebracht werden. Da gab es eine längere Unterbrechung. Also wir hoffen, dass nicht zu viel passiert, weil es kommen dann Diskussionen auf, ob das Ganze nicht vielleicht ein bisschen schwierig ist. Aber man kann sich hier gut daran tasten. Schauen wir nochmal, ja. Also da ist es schon ein bisschen zu früh gewesen. Dadurch am Schwungende druckt es ein bisschen mehr und ja, da übersieht es einfach die kleine Bodenwelle. Verliert den Druck am Außenski und leider der Sturz, aber da dürfte jetzt nichts passiert sein. Also der Sturz war mal jetzt geradezu ideal. Ja, da sehe ich mir es nochmal. Also, ja, unglücklich einfach. So ein bisschen Schnapper erwischt, oder? Den man genau. Vielleicht nicht ideal sieht und dann ist es schon passiert. Das wird eben halt das Thema sein, dass man einfach nicht die ganzen Wellen, was drinnen sei, dass man die ja nicht gut sieht. Und sie liegt da jetzt einfach ungut im Netz und bringt selber die Bindung natürlich nicht auf. Weil sie ja, eben, das schaut wahrscheinlich spektakulär jetzt aus. Also ist die Schuhe mal selber aufgemacht, das ist schon einmal ein gutes Zeichen, dass da möglicherweise nicht mehr passiert ist als ein ordentlicher Schrecken, der da einfährt. Kannst du dich noch erinnern an die erste große Breze bei dir selber? Oh ja, da hat es mehr gegeben. Also, das ist natürlich immer ungut, wenn man auf einmal Passagier ist und sich eigentlich nur mehr wehren muss, dass man sich nicht verletzt. Und wenn es halt da im unteren Zielhang, wenn es so steil ist, Kopf voran runter geht, ist wirklich ein ungutes Gefühl. Aber Stürzen muss genauso gelernt sein. Also man muss da schon schauen, dass man sich wehrt und nicht fallen lässt wie ein Sack, sagt man immer bei uns in der Skifahrersprache, und weil sonst passieren wirklich schwere Verletzungen. Das heißt also, man versucht eine gewisse Spannung zu finden? Genau. Die Körperspannung muss man oft beibehalten und sich ein bisschen wehren, weil sonst wird es gefährlich. Ja. Okay, also das ist echter Rennsport. Das Wichtigste mal, die junge Dame hier selber in Aktion, in Aktivität, was das Beheben da von irgendwelchen
zu engen Skischuhen etc. angeht. Aber es sind ein paar Betreuer rum. Also es kann hier natürlich auch ein bisschen eine Unterbrechung geben. Für Spaß und Unterhaltung ist da unten auf alle Fälle gesorgt. Können wir ganz kurz nochmal die Startliste durch. Wir haben nicht allzu viele Damen hier mit dabei. 30 an der Zahl. Das wird sich dann ändern zu den technischen Bewerben hin. Da wird es deutlich mehr in Angriff nehmen, das Unternehmen Juniorenweltmeisterschaft. Wir haben mit Viktoria Bürgler Start Nummer 5, Lea Lippburger mit Nummer 7 und Magdalena Ranalter mit Nummer 13. Nur drei Damen unter Anführungszeichen hier mit von der Partie. Vier dürften es sein. Es sind dann bei den Herren sogar sechs am Start, denn es gibt für diese Juniorenweltmeisterschaften ein Sonderreglement. Vier pro Nation, pro Bewerb. Und dann dürfen noch zwei Läufer zusätzlich als Joker für alle Bewerbe genannt werden, die mindestens in zwei von drei Bewerben, dort sind gemeint Slalom, Riesentorlauf von Abfahrt, in den Top 500 dieser FIS-Rangliste sind, dann dürfen die überall noch zusätzlich dazukommen. Ich denke, das ist eine ganz gute Geschichte. Man muss ja nicht schon bei den Jungen da aussieben, bis zum geht nicht mehr, wenn man viel hätte. Natürlich. Es ist jetzt leider doch anscheinend bei ihr ein bisschen was passiert. Ich hoffe, dass es nicht zu schlimm ist. Es hat eigentlich wirklich nicht spektakulär ausgeschaut. Aber in dem Bereich, da muss man natürlich unterbrechen dabei, ja, oder? Absolut, ja. Nein, das wäre viel zu gefährlich, weil der Sturzraum nicht frei ist. Und gerade die Kurve hängt auf der Seite nach links. Und wenn da wieder eine kommt, die was die Linie nicht erwischt oder vielleicht der Minenski ausrutscht nachher, ist das eigentlich genau der Bereich, wo sie auch hinfliegen würde und darum auf jeden Fall Unterbrechung wichtig. Ein Break hier und das gibt uns Gelegenheit, wieder zum Lukas in den Zielbereich zu schauen. Der hat schon eine ehemalige Skigröße bei sich. Nämlich Matthias Lanzinger und der hat auch Erfahrung, was Ski-Junioren-Weltmeisterschaften betrifft. Matthias, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen in St. Anton. Hallo und freut mich, dass ich hier bin. Wir haben heute schon mit der Niki Hosp gesprochen, die war 2002 auf dem Stockerl in der Abfahrt bei der Junioren-WM. Bei dir war es zwei Jahre früher, 2000, sogar zwei Medaillen. Das ist richtig, zu der Zeit war ich noch Slalomfahrer, habe da die Silbermedaille im Slalom errungen und habe die Kombination gewonnen. Das war damals die Kombination aus Abfahrt, Riesentorlauf und Slalom. Das war eine der begehrtesten Allrounder-Medaillen und auf die war ich damals sehr stolz. Und ja, ich hoffe, dass es hier bei diesen Spielen oder bei dieser Meisterschaft ähnlich für unsere Jungen weitergeht. Wir haben gerade den Sturz gesehen von der Startnummer 1, Thomas König hat es angesprochen. Auch in den ersten beiden Tagen schon teilweise ja, Stürze mit schweren Verletzungen. Hast du den Sturz gesehen? Wie stufst du es ein? So schlimm hat es eigentlich nicht ausgesehen im ersten Moment. Ich habe den Sturz gesehen. Die Ursache ist sicherlich darunter. Die Strecke ist natürlich sehr, sehr anspruchsvoll für die Junioren. Ich glaube, dass auch viele Damen dabei sind, die nicht die Erfahrung in der Abfahrt haben. Es war sicherlich dann auch zu sehen, dass die Sicht nicht ganz gut ist. Sie hat da eine kleine Welle übersehen. Da hat sie dann ausgehoben und durch das ist dann dieser Sturz entstanden. Hier diese kleine Welle hat sie auch nicht gesehen und durch das ist der Sturz entstanden. Ich hoffe nicht, dass sie sich verletzt hat. Es hat jetzt nicht ausgesehen, dass sie irgendwo einen großen Impact bekommen hat. So hoffen wir, dass die Folgen nicht zu schlimm sind. Für Ine Haugland aus Norwegen, die Startnummer 1. Jetzt wird sich der ORF Sport Plus Zuschauer, Zuschauerin fragen, Matthias Lanzinger, was macht der bei der Junioren-Ski-WM? Ja, ich habe einige Athletinnen und Athleten hier am Start. Habe den Rennsport bei Salomon über und konzentriere mich da vorwiegend um den Nachwuchs. Bau von unten, von den Kleinen bis Richtung Weltcup rauf die Nachwuchsläufer aus. Und ja, freut mich natürlich, dass wir hier einige am Start haben und würde mich natürlich freuen, wenn sie dann ihre Leistung abrufen können. Ist das hier das erste Auftreten oder das Auftreten generell bei einer Junioren-Ski-WM? Wenn man hier groß aufzeigt, ist das ein Zeichen in Richtung Sponsoren? Achtung, bitte mit mir rechnen und vielleicht schon mir einen Vertrag anbieten, bevor ich dann in den Weltcup komme? Es ist das erste Ausrufezeichen. Ja, ich sage immer, die Junioren-WM oder die Junioren-WM-Medaillen sind die ersten Erfolge, was dann irgendwann einmal im Lebenslauf drinnen steht. Ja, da geht es dann wirklich los und dann der nächste Step Richtung Europacup ist und dann hoffentlich Weltcup. Es ist einmal der erste Ausgangspunkt, wo man mal schaut. Der Weg ist noch sehr, sehr lang, aber man weiß einmal, dass man schon sehr weit gegangen ist, weil man hier das erste Mal wirklich den weltweiten Vergleich in den Jahrgängen hat und so hat man doch einmal sehr gute Orientierung und ich kann mich bei mir sehr gut zurückerinnern. Wir waren ein extrem starkes Team intern und
und ja, da ist einem gar nicht so bewusst, wo man eigentlich steht. Und dann haben wir aber gesehen, dass unsere ganze Mannschaft extrem weit vorne ist, weltweit. Und das hat mir persönlich sehr viel Zuversicht und eine Perspektive gegeben, dass man sagt, hoppala, ich kann da mitmischen, und hat mir sehr viel Energie und Mut gegeben, diesen Weg weiterzugehen und wirklich hart dafür zu arbeiten, weil ich gesehen habe, es ist möglich. Und das war Junioren-WM für mich sehr eindrucksvoll noch in Erinnerung. Abschließend noch an dich die Frage. Du bist natürlich Österreicher, drückst irgendwie Österreicherinnen heute die Daumen, aber nicht jede fährt mit eurer Skimarke. Wem drückst du die Daumen? Wer glaubst, macht's denn von euch? Ich glaube, dass wir mit Österreich sehr gute Chancen haben. Wir sind vielleicht nicht ganz so breit aufgestellt, was möglich ist. Aber ich glaube, heute in der Abfahrt ist sicherlich mit Außenseitermöglichkeiten zu rechnen. Bei den Burschen glaube ich es auch. Da haben wir im Training recht gut aufgezeigt, die was da vorne gewesen sind. Und wenn sie das abrufen können, dann sind wir auf alle Fälle sind Medaillen möglich. Und dann weiter in den technischen Disziplinen, wo wir in den Weltranglisten ganz gut dabei sind, haben wir auf alle Fälle Möglichkeiten. Aber man muss sagen, ich glaube, wir dürfen jetzt in Österreich nicht sagen, wo ist unser Nachwuchs oder wir sind immer so stark dabei. Ich glaube, dass wir nach wie vor sehr, sehr stark vertreten sind, aber dass die ausländischen Verbände einfach aufgeholt haben. Es hat jetzt länger keine technischen Revolutionen gegeben, das heißt, andere Verbände haben aufgerüstet mit sehr viel österreichischen Know-how und die stehen mittlerweile auch sehr, sehr gut da, und darum haben wir sicherlich in den letzten Jahren vielleicht unseren Vorsprung, was wir nur vor 10, 20 Jahren gehabt haben, etwas eingebüßt. Aber ich glaube, wir sind nach wie vor gut aufgestellt, nicht mehr ganz in der Breite, aber ich glaube auch, dass die ausländischen Verbände da extrem aufgeholt haben. Matthias, vielen Dank für deine Einschätzungen und deine Expertise. Ich wünsche dir und euren Athleten gutes Gelingen, viel Erfolg bei diesen Skiweltmeisterschaften. Dankeschön. Vielen Dank, danke sehr. Damit, Thomas und Niki, ist eure Kaffeepause wieder zu Ende. Wieder rauf zu euch. Ja, wir schauen ein bisschen hinauf. Also da oben noch unverändert. Man hat jetzt das Gefühl, dass die Norwegerin Ine Haugland da schon sozusagen mit fremder Hilfe den Berg heruntergebracht werden muss. Aber es schaut hier nicht nach Hubschrauber aber aus. Dennoch ist diese Stelle eben noch nicht frei im Zielhangbereich, den man von unten hier von diesem Karl-Schranz-Zielstadion einsehen kann. Da sieht man eh schon ein bisschen hinunter und da liegt die Norwegerin noch. Ja, schade drum, aber ja, das ist natürlich eine harte Nummer. Niki, lass uns mal ein bisschen plaudern, wie man sich für so etwas qualifizieren kann im Nachwuchsbereich. Bei den Allgemeinen ist klar, da haben wir die Weltcuprennen und da muss man gescheit anschreiben. Da heißt es bei uns, wer einen Stockerplatz hat, nur wer Medaille machen kann, ist gefragt bei Weltmeisterschaften. Gar so resch wird es nicht zugehen im Nachwuchsbereich, oder wie läuft das da? Naja, man, die erste Voraussetzung ist natürlich einmal das Alter. Man darf nur von 16 bis 21 bei der Junioren-WM teilnehmen und das ist auf jeden Fall das große Kriterium. Und dann natürlich die Leistungen, also speziell FIS-Bereich und Europacup. Wenn man da gute Leistungen bringt, immer wieder dabei ist vorne, nachher qualifiziert man sich. Es gibt bei den Junioren genauso eine Anzahlregelung für die Teilnehmer und dadurch ist eigentlich ein so, dass in der Abfahrt leider nur drei bei den Mädels unterwegs sind und ja, es sind mehr Burschen da. Wie ist es eigentlich mit den Renneinsätzen? Bestreitet man im Nachwuchsbereich endlich viele FIS-Rennen wie so ein Spezialist, einer, der zum Beispiel nur Slalom fährt? Eigentlich mehr fast. Okay. Also im FIS-Bereich bestreitet man wesentlich mehr Rennen. Ich kann mich erinnern, dazu mal noch über 50, zwischen 50 und 60 Rennen gefahren. Okay. Aber es ist natürlich der Aufwand ein bisschen weniger. Also du hast das Ganze drumherum nicht, du hast die Medien nicht, du hast nicht die offiziellen Termine, du kannst eigentlich in Ruhe Rennen fahren, also Zuschauer sind auch nicht viel. Das ist schon etwas, wo du sehr viel Zeit und Energie spart. So, jetzt haben wir es leider verschrien, jetzt ist doch wieder der Hubschrauber im Einsatz. Vielleicht ein unglückliche Stelle oder vielleicht ist die Verletzung doch ein bisschen schwieriger. Es gibt nämlich hier, das haben wir alles schön vorbereitet, 4 Akia-Positionen am Start oben, dann etwa dort, wo die Norwegerin liegt. Darum hätte ich gemeint, die könnte jetzt heruntergebracht werden, aber Ferndiagnosen ersparen wir uns hier. Genau. Es kommt hier dann doch wieder der Helikopter zum Einsatz. Das ist wie im ersten Training, wie gestern im Abschlusstraining, auch heute beim ersten Rennen ist es eben wieder ein
Hubschrauber-Einsatz. Sehr schade, weil es hat wirklich nicht so schlimm ausgeschaut. Ja. Der Matthias Lanzinger hat es eigentlich auch so gesehen, aber ja, manchmal sind die weniger spektakulären Stürze immer die, wo eher was passiert. Aber ja, sie sind, was ich sagen wollte, da noch sehr gut aufgestellt vom medizinischen her. Also sie haben 4 Positionen, wie du erwähnt hast, und sie rücken immer von oben nach unten nach. Also die, was oberhalb sei, die Doktoren, die fahren zu der Stelle hin, wo die Läuferin stürzt. Ist man dann gleich dort, da hat man nicht allzu weit, bei 100 genau. Meter maximal. Und die anderen von oben rutschen dann jeweils eine Position weiter runter. Okay. Und die, was die Läuferin versorgen, die gehen dann wieder ganz nach oben. Also sie haben das wirklich sehr gut durchgeplant. Und ich habe da auch gestaunt, was man gesehen hat, also wo alles Positionen werden, also Spitäler, Ambulanzen bis hin zum Zahnarzt, wenn was gibt. Aber da gibt es nicht nur ein Spital, wo man theoretisch anfliegen könnte, sondern querbeet, also vor allem in Tirol, das wird ja da abgedeckt. Aber das ist ja das Wichtige, oder? Dass man ärztlich gut versorgt ist. Ich meine, wir sind da bei einem Hochleistungssport und es ist, Skirennlauf ist ja extrem schwieriger, gefährlicher Sport, wo sehr viel passieren kann. Absolut. Und da ist wichtig, dass man wirklich sehr nahe gute Versorgung hat. Ich meine, das beste Beispiel ist gerade unten gestanden, Matthias Lanzinger, sein tragischer Sturz, dazu mal in Quittfell und ja, hat dadurch ja sein Bein verloren. Wer weiß, wenn es irgendwo anders passiert wäre, wo die Rettungskette vielleicht ein bisschen schneller funktioniert hätte, wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber wenn, wäre was, gell? Also ja, kann mich erinnern, war damals selber auch in Norwegen oben und damals gab es eben die Versorgungsschwierigkeiten schon mit den Hubschraubern. Da musste zuerst was ausgebaut werden und. Und dann ist das bei den schweren Verletzungen auch an den Gelenken oft eine Durchblutungsgeschichte. Und wenn die Blutversorgung da eben beeinträchtigt ist, dann kann das eben übel enden. Ja, es muss innerhalb von 6 Stunden, wenn Gefäße verletzt sein, muss das operiert werden, weil sonst sind die Chancen sehr gering, dass man das Bein halten kann. So, jetzt haben wir oben gesehen schon die Top-Favoritin hier, Emma Eicher, einen Namen, den Sie wahrscheinlich schon gehört haben, der Sie auch schon bei Weltcuprennen zusehen haben können. Die war auch hier im ersten Training die Beste und gestern mit Zwischenzeit dann gestürzt, auch herunter im Ziel, einen langen Abflug, eigentlich hat dramatisch ausgesehen, Gott sei Dank nichts passiert. Und sie hat noch nach der Besichtigung unten beim Look-in-Interview gegeben. Im ersten Training gestern mit Zwischenbestzeit ausgefallen. Für viele gelten Sie hier als die Favoritin. Wie gehen Sie denn mit dieser Rolle um? Hast du das so? Jetzt passt es. Okay. Ja, ist egal, was die anderen denken. Ich fahre für mich und ja, wird mein Bestes geben. Heute verkürzte Strecke, weil oben zu viel Schnee drinnen ist. Die Laufzeit wird weniger. Was ändert sich sonst dadurch? Es ändert sich eigentlich nicht so viel dran. Also das Spiel wird, glaube ich, ähnlich sein wie von oben. Ja, ein bisschen kürzer. Gas geben, muss man haben. Sonst irgendwelche Besonderheiten in dieser Abfahrtsstrecke drinnen? Ja, man muss halt schon ein bisschen taktisch fahren, aber wenn die Linie passt, kann man das Laufen machen. Emma Eicher, 19 Jahre jung, schon auch ausgestattet mit einer Olympiamedaille, mit einer WM-Medaille bei den Großen und das jeweils in den Teambewerben. Silber war es mit den deutschen Damen in Peking und die Bronzemedaille bei der letzten Weltmeisterschaft in Cortina d'Ampezzo. Dazu war sie auch schon 3-mal auf dem Podest bei Junioren-Weltmeisterschaften, nämlich letztes Jahr in Panorama in Kanada, damals mit den Plätzen 2 in Abfahrt, Riesentorlauf und Slalom, dazu ein 4. im Super-G. Also das ist schon ein außergewöhnliches Talent. Ja, das ist ja. So, jetzt schauen wir mal aber ganz kurz, also das scheint hier wieder reibungslos und schnell zu funktionieren, der Abtransport von Ine Haugland, dann ist einmal wichtig, dass sie drin ist im Hubschrauber und dann schnell versorgt wird in einem Spital, aber es wird noch ein wenig dauern dann, bis dieses Rennen fortgesetzt werden kann. Lukas, du bist dran. Der dafür zuständig ist, dass dieser Abtransport jetzt funktioniert und dass die gesamte Skiweltmeisterschaft gut funktioniert, steht jetzt neben mir Peter Mahl, seines Zeichens Chef des Organisationskomitees. Herr Mahl, reden wir gleich über das Aktuelle. Leider wieder ein Hubschrauber-Einsatz. Weiß man, wo die Athletin jetzt hingebracht wird? Also so, die Athletin wird jetzt in den Hangar gebracht, dort ist eine medizinische Versorgung gewährleistet. Da wird jetzt einmal überprüft, wie schwer die Verletzung ist. Sollte es schwerer sein, geht es gleich Richtung
Spital nach Zams. Es muss auch gewährleistet sein, wenn jetzt der nächste Läufer startet, dass der Hubschrauber wieder an Position ist. Und da haben wir eigentlich ein sehr ausgeklügeltes Sicherheitskonzept und das greift. Da wollte ich gerade fragen, wie dieses Konzept aussieht. Es gibt im Weltcup Rennorte, da stehen gleich zwei Helis bereit, wenn der eine fliegt, dass der andere bereitsteht. Wie schaut es hier aus? Das ist dasselbe System bei uns. Also wenn der Hubschrauber im Einsatz ist, eine Läuferin abtransportiert zur Versorgung in ein Spital, nachher muss sofort der nächste Hubschrauber da sein. Und das ist so eingetaktet und wie man sieht, es geht. Genau, leider eben nicht der erste Hubschrauber-Einsatz, auch bei den Trainings hat schon welche gegeben. Apropos Einsatz, es gab einen Schneeräumungseinsatz heute in der Früh. Wie viele Menschen waren da im Einsatz und wie viel Schnee ist denn wirklich gekommen in der Nacht? Ich sage, der Wetterbericht war ja gnädig mit uns eigentlich, hat nur ein bisschen also einen leichten Schneefall gemeldet, das ist auch so eingetreten. Aber was hier unten ein leichter Schneefall ist, kann oben mit den Windverwehungen nachher gleich einmal 20, 30 Zentimeter bedeuten. Und das natürlich für die Rennpiste schon ein Aufwand, den hinauszurutschen, hinauszuschaufeln, speziell im Eisfall. Da kommt nachher die 30 Zentimeter, wenn die Leute da runterrutschen, da ist nachher gleich einmal ein Meter Schnee da und den gilt es herauszuputzen aus der Rennlinie. Und das haben die Bursch und die Mädchen gemacht. Ich kann nur gratulieren, bin sehr, sehr stolz auf das gesamte Team, was die da leisten. Reden wir, solange das Rennen unterbrochen ist, würde ich vorschlagen, über positivere Dinge. St. Anton kennen wir 2001, Austragungsort der Erwachsenen-Weltmeisterschaft. Jetzt zum allerersten Mal eine Weltmeisterschaft der Junioren in Tirol. Drei andere hat es in Österreich schon gegeben, in Bad Kleinkirchheim zum Beispiel oder auch in Zauchensee-Flachau, aber noch nie in Tirol. Wie lange haben denn eigentlich die Vorbereitungsarbeiten gedauert? Ich sage, also die intensiven Vorbereitungsarbeiten, jetzt ungefähr ein Jahr, so grobe Konzepte, sind meinte schon drei Jahre damit befasst, wie könnte das gehen. Und es war für uns auch ganz wichtig, dass wir es im Anschluss an die Weltcup-Rennen machen, da wir da die Infrastruktur haben. Und für die Läuferinnen und für die Athleten ist das schon ein ganz was Besonderes, also auf Weltcup-würdigen Terrain sich hier zu begeben. Und das ist einfach schön, wenn man das den jungen Menschen anbieten darf. Das Veranstaltungskonzept läuft ja unter dem Motto für jung, von jung. Ihr habt es auch versucht, viele junge Menschen in die Organisation und in die Umsetzung einzubinden. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, so ist es. Angefangen hat es gleich mit der Logo-Kreierung nach einem Moderatorenwettbewerb, junge Moderatoren als Stadionsprecher. Und ich sage, wir haben auch im OK junge Leute und für uns faszinierend, wenn ich denke, wir alle, die Älteren mit Zettel und Kulli und die Jungen mit ihrem iPhone, da geht alles, was protokolliert wird in der Cloud, jeder hat Zugriff und ich schaue da immer ein bisschen skeptisch, aber es funktioniert und erleichtert es auch. Und es ist schön, dass auch der Nachwuchs in der Organisation voller Datendrang ist und das ist wirklich toll, das anzusehen. Wir in ORF Sport Plus dürfen alle Rennen live übertragen, bis auf den Teambewerb, der dann am Montag stattfindet. Menschen aus der Region, Skifans, die dürfen kommen. Ich habe gehört, Eintritt frei, stimmt das oder ist das eine falsche Info? Nein, das ist eine richtige Information. Wir freuen uns auf jeden, der hier die jungen Menschen unterstützt. Und es ist auch schön, es sind natürlich sehr viele Nationen da, die nicht so skiaffin sind. Und die Menschen oder die Athleten, das Team, die verdienen den Support. Und wir haben Schüler jetzt da und es ist ein wunderbares Bild, wenn ich da hineinschaue. Das ist Skisport und das ist St. Anton am Adelberg. Abschließend noch die Frage, in welchen Dimensionen kann man sich das vorstellen, was zum Beispiel Menschen betrifft, die jetzt wegen der Junioren-WM hierher kommen, die Zimmer buchen, kann man das irgendwie in Zahlen fassen? Die Mannschaften, die jetzt hier sind, das sind ungefähr 650 Menschen, die jetzt untergebracht werden müssen. Und das ist für unser Quartier und ein Wahnsinn. Da wird gebucht, nachher wird abgesagt. Statt zwei Leute kommen vier, statt vier Leute kommt nur einer. Und da muss ich ein Riesenkompliment an unsere Vermieter auch sagen, da in St. Anton am Adelberg. Die sind sowas von flexibel und so sportbegeistert. Man spürt einfach St. Anton lebt und liebt den Sport. Peter Mahl, vielen Dank für die Informationen, fürs Gespräch und gutes Gelingen für diese Weltmeisterschaft. Vielen Dank. Dankeschön. Dann wieder rauf zu euch, Niki und Tom. Ja, unter Anführungszeichen Good News, die wir gehört haben. Jetzt soll es in etwa 5 Minuten weitergehen mit dem Rennen.
So, und dann wollen wir noch ganz kurz etwas ansprechen. Niki, mich erinnert es ein bisschen, es ist nicht ganz so lang, aber vom Gefälle her ähnlich. Bormio Zielhang, da haben die Läufer immer wahnsinnig zu kämpfen, wohl dann schon nach einer Minute 40 in den Beinen, aber die kommen dann ziemlich fix und fertig ins Ziel. Wie kräfteraubend ist denn so eine Geschichte herum? Ja, absolut kräfteraubend. Also, weil der Lauf oder das Rennen, das lässt wirklich nirgends aus. Es geht vom Start weg zur Sache. Man muss wirklich zu 100% konzentriert sein. Und die schlechtere Sicht macht es nochmal ein bisschen schwieriger, weil dann sieht man die Wellen, die Übergänge nicht so gut. Man muss mehr fühlen, man muss es im Kopf haben, man muss wirklich bereit sein. Und von dem her ist es gut, wenn es verkürzt ist, weil nachher können Sie ein bisschen Kräfte sparen. Ja. Okay, ja. Auch ein wichtiges Thema hier. Und Erkenntnisse gibt es jetzt natürlich keine, auch wenn sich das vielleicht der eine oder andere angeschaut hat. Vielleicht gibt es oben einen Fernseher, vielleicht hat man schon einen kleinen Video vom Trainer hinaufgeschickt. Es war schlicht und einfach da kurz ein Moment da, wo die Spannung gefehlt hat bei der Norwegerin und ein kleiner Schlag im Boot und schon. Ja, es ist natürlich das, was wir jetzt im Kamerabild gar nicht so sehen, wie steil das da unten ist. Und das ist natürlich sehr fordernd für die Jungen. Und wenn man da ein bisschen zögert, ein bisschen zu wenig aktiv unterwegs ist, das ist passiert im Schwung und nachher passieren leider die Fehler und ja, schade, dass jetzt schon die erste leider ausgeschieden ist und im Blitz liegt. Dabei hat sie eigentlich so die Überwindungsstelle hier den Eisfall ganz gut gemeistert, oder? Ja, du hast sie eigentlich sehr gut gemeistert und ich war gestern auf der Strecke, haben wir das ein bisschen von der Nähe aus angeschaut und da war sie wirklich sehr gut unterwegs, sehr engagiert unterwegs und hat sie eigentlich jetzt auch im Rennen gut präsentiert, aber wie gesagt, da im unteren Teil ist es richtig schwierig und da muss man sich das zutrauen und umso aktiver, umso besser kann man etwas meistern. Der Fanclub. Ah, da haben wir jetzt noch zuvor den Fanclub von Lerli Burger und Viktoria Bürgler gehabt und da haben wir den Grund, warum es noch ein bisschen dauert, das war jetzt wieder der Helikopter, der hat natürlich mit seinen Rotoren da etwas aufgewirbelt und die Airfans ist da hinten aus der Position sozusagen gebracht. Kann man vorstellen, das werden die erfahrenen Helfer hier entlang der Piste rasch behoben haben und dann geht die Geschichte hier weiter. Für, weil wir sie gehabt haben, die Emma Eicher, die hat sich nicht nur jetzt unten vom Lucky die Frage anhören können, sondern die weiß hier, den Druck kann man sich zwar versuchen ein bisschen wegzureden, aber er ist da. Sie ist die Favoritin, sie fährt schon im Weltcup, sie war bei den Großen dabei und hat schon mitgefeiert. Die kann halt eigentlich nur gewinnen, oder? Also die kann halt nur verlieren, so wollte ich sagen. Ja, für sie ist natürlich der Druck am größten, weil sie war am Wochenende doch beim Weltcup schon dabei und sie hat Weltcup-Erfahrung, wird als sehr großes Talent gehandelt und auf ihr lastet natürlich am meisten Druck. Und es ist natürlich nicht ganz leicht für so junge Athletinnen mit dem umzugehen, aber es ist wichtig, dass man in das reinwächst, dass man an dem wächst und sich mit dem einfach steigern kann, weil der Druck wird nicht weniger. Speziell, wenn man dann im Weltcup ist, dann steht man immer unter Beobachtung und man wird immer an seiner Leistung gemessen. Und von dem her ist auf jeden Fall, ich sage jetzt einmal, wichtig, dass man schon in jungen Jahren da ein bisschen hereinwachsen kann. Man muss irgendwie damit klarkommen. Man muss, ja. Es hilft nichts. Ob es länger dauert oder nicht. Aber ich meine, ich weiß nur, bei mir war es dazu mal, wo ich in Sölden eben das Rennen gewonnen habe. Ich war 18 und ich bin komplett ins kalte Wasser geworfen worden. Auf einmal, also du bist von einer unbekannten Nachwuchsathletin auf einmal im Mittelpunkt gestanden bei allen Medien und Sölden weiß man, da ist immer Großauflauf und ja, da war ich schon ein bisschen überfordert und das erste englische Interview, ja, okay, dann steht man mal da und man weiß wirklich nicht mehr, was man sagen soll, weil man einfach von Haus aus schon sprachlos ist, wenn man seinen ersten Weltcup-Sieg feiern darf. Gut, sprachlos war das eigentlich bei dir selten der Fall. Danke. So, jetzt wird da unten nochmal gute Laune gemacht. Oben merken die Damen, es wird schön langsam wieder ernst. Und auch im Nachwuchsbereich liegt natürlich Freude und Leid nah beieinander. Diese Emma Eicher, habe schon gesagt, die hat bei der letzten Weltmeisterschaft dreimal Silber gewonnen. Zweimal geschlagen von Magdalena Ecker, die unweit von hier derzeit sich zu Hause auskuriert. Hat sich nämlich in einem Super-G-Training bei einem Europacup verletzt, Gehirnerschütterung unter anderem zugezogen. Die war die große Abräumerin vor einem Jahr bei den Meisterschaften, Junior-Weltmeisterschaften Panorama.
Mit dreimal Gold insgesamt schon ist die Oberlecherin sechsfache Juniorenweltmeisterin. Heuer hätte sie nicht mehr starten dürfen, ist da vom Alter hinausgefallen. Aber sie hat letztes Jahr eben Emma Eicher in der Abfahrt um 13 Hundertstel und im Riesentorlauf dann um 22 Hundertstel auf Distanz gehalten. Ja, Ecker nicht mehr dabei. Ja, Eicher schade. Ist die große Gejagte. Weil Ecker vor allem, ich habe jetzt einmal mit ihr gesprochen, da war sie bei den Europacup unterwegs, wo sie sich leider dann verletzt hat. Aber für mich eine Läuferin, die was sehr genau am Plan hat, schon hat, in was für Richtung dass sie gehen will und sich Gedanken macht über das, welche Rennen dass sie fährt, in was für Richtung sie bewegen möchte. Für sie ist wichtig, dass sie sich wohlfühlt und ich glaube, das ist ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt bei den Jungen, dass man sie nicht irgendwo extrem eintheatert in Disziplinen oder in Sachen, wo sie dann irgendwo stagnieren, wo sie nicht mehr weiterkommen, sondern sie nimmt sich das, dass sie sich einfach entwickeln kann, dass sie sich in mehreren Disziplinen entwickeln kann und genauso eine braucht man in Österreich, die was wirklich in Zukunft wieder in vielen Disziplinen irgendwo wann vorne mitmischen können. Ja, muss ja nicht sein, muss nicht jedem gelingen, dass es gleich nach dem Juniorenalter sofort touchartig auch im Weltcup klappt. Auch ein Marco Odermatt hat ein bisschen gebraucht, der vor ein paar Jahren mit einem 5er Set an Goldmedaillen von Juniorenweltmeisterschaften heimgekommen ist. Aber jetzt ist er da und hat die Nase im Gesamtweltcup weit, weit voraus. So, wir sehen Vorläufer wieder im Starthaus. Also man wird hier das nochmal zuerst checken, ob das alles geht. V1, Kasper Bartels. Absolut. Ist ja wichtig, weil man muss auch nochmal schauen, dass die Spur nochmal frei wird, weil es ist immer wieder ein bisschen Schnee drinnen, weil es noch teilweise ein bisschen funzelt, obwohl jetzt ist eh besser geworden und trotzdem ist gut, wenn nochmal ein Vorläufer auf die Strecke geht. Denke auch, also damit man nochmal auch für die Rennjury ist kein Loch drin, muss man irgendwo schauen. Wir haben hier übrigens eingeblendet, knappe minus 4 Grad beim Lucky, ungefähr so um die 20 Grad bei uns und 46 Grad Luftfeuchtigkeit auch. So, jetzt schauen wir beim Vorläufer genau aus. Das hört man leider nicht mehr. Ja, ja. Gestern hatten wir Laufzeiten von 1:15,7, heute ein bisschen verkürzt. Was fällt oben? Wie lange wird das Stück sein? Ja, es wird so um die 15 Sekunden werden es circa sein. Also man kommt natürlich mit viel weniger Geschwindigkeit durch die Waldschneise durch und darum sind es vielleicht ja, um die 15 Sekunden. Schwer zu einschätzen. Gut, auf alle Fälle Vorläufer on course, wie es dann FIS-Funk heißt. Und wir bekommen uns schon eingeblendet, dass die nächste Läuferin, Startnummer 2, in einer halben Minute losgelassen wird. Das wird dann Jordina Caminal Santouré aus Andorra sein, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. 20. im ersten Training, gestern im Abschluss Training auch ein Ausfall bei ihr, ein DNF, wenn Sie sich da mal verklinken auf die FIS-Seiten, did not finish, das ist die Abkürzung für eben nicht ins Ziel gekommen, da weiß man nicht, einfach am Tor vorbeigefahren oder schwere Breze. Jetzt auf alle Fälle geht's weiter mit dem ersten Bewerb dieser Junioren-Ski-Weltmeisterschaft in St. Anton. Ja, oben weg probieren sie schon, dass sie in der tiefen Position unterwegs sind. Einfahrt, Eisfall. Wichtig, dass man gut, oh, jetzt hat sie überdreht, wichtig, dass man da gut drauf bleibt, am Außenski bleibt. In dem Bereich wäre besser, wenn man unter der blauen Linie bleibt, weil sonst drückt sie uns so weit raus, ja, wie es ihr jetzt passiert ist. Und von da weg wird es dann wirklich steil. Das Doppel da, wo die Norwegerin davor gestürzt ist. Für sie überhaupt kein Problem. Ja, da bleibt sie ein bisschen enger drinnen, ja, aber auch sehr vorsichtig unterwegs. Das ist jetzt natürlich eine verhaltene Angelegenheit. Ist natürlich ungut, wenn man so lange am Start steht und wartet und man sieht ja, dass der Hubschrauber kommt. Also das ist mental schon eine Riesenherausforderung. Also gut geschätzt, 15 Sekunden sind es derzeit. Caminal Santouré aus Andorra ist einmal heil unten, auch ziemlich fix und fuchsig. Man greift sich dann so ein bisschen an die Oberschenkel, die schon ein bisschen zugemacht haben in der Muskulatur.
Klar, vor allem wenn man nicht ganz so locker befreit drauf losfährt, dann ist es nochmal mehr fordernd. Und ja, wie gesagt, für sie war das auf jeden Fall mental eine riesen Herausforderung, so lange am Start zu stehen. Die Nummer 3, Jeune Brand aus Frankreich, ist nicht am Start. Die hat zurückgezogen. Damit haben wir jetzt Mallory Blanc aus der Schweiz. Mit 7. und 10. in den beiden Trainings. Auch schon ein paar Ergebnisse in den Punkten bei Europacup-Rennen und eine halbe Sekunde vorne. Ja, probiert alles auf Zug zu fahren. Sehr mutig dazwischen rein die Hocke. Und da in dem Bereich ist wirklich sehr eisig geworden. Und eine satte Bestzeit von 2 Sekunden Vorsprung für die Schweizerin. 58, 98, jetzt sind wir sogar knapp unter einer Minute schon unterwegs. Und die nächste ist dann schon Viktoria Bürgler, die erste Österreicherin. So, jetzt müssen wir ganz frisch die Damen heben. Salzburg Skiclub Dienten. Dienten. Oh, überdreht, oben sehr schnell. Sehr gut, ganz eng, bravo. Und der Vorsprung weiter ausgerollt. Über eine Sekunde vorne. Jetzt kurz quergestellt, ist relativ tief vorne, aber sie probiert es trotzdem, da weiter zu ziehen. Viel enger unterwegs wie gestern. Jetzt da hast du nochmal mutig bleiben. Ja, freche Fahrt. Gut. Und da hat sie es gleich geschafft auf dem Weg zu einer neuen Bestmarke. 73 Hundertstel rettet sie da ins Ziel. Viktoria Bürgler hat einmal die Nase voll. Also bis zum Fang wirklich eine gute Fahrt. Dann leider bei dem einen Doppel da dann auch ein bisschen quergestellt. Das ist Eisfall-Ausfahrt, das macht sie wirklich gut. Tochter von Stefan Bürgler, dem langen Privatcoach von der Marlies, Marlies Schild, Marlies Reich. So, jetzt aber eine der ganz heißen Medaillentipps aus der Schweiz. Stefanie Grob, 18 Jahre jung, 4. und 2. in den beiden Trainings, aber oben schon Rückstand auf Bürgler. Ja, vor allem Ausfahrt, Eisfall verpasst. Hat zwar ein bisschen aufholen können, ja. Aber in dem Teil ist noch was möglich. Eben, da hat auch Viktoria Bürgler ihre Schwierigkeiten gehabt. Und da geht es in die Hocke. Nimmt sie gutes Tempo mit. Ja, sieht gut aus für die Schweizerin, die hier unten noch viel Zeit herausholt. Oben was liegen lassen hat, aber dann über eine Sekunde herausgefahren hat. Und wir sind jetzt schon bei 57,5 Sekunden Laufzeit. Und Stefanie Grob hat hier schon einmal was vorgelegt. Ja, vor allem den Teil ist sie richtig frech unterwegs gewesen. Hat gestern auch im unteren Teil die Bestzeit gehabt. Also sie hat da den Mut und das Mittel gefunden zum Schnellsein. Lea Lippurger aus Schopenau, aus Vorarlberg. Sie war die drittschnellste im ersten Training. Mit ganz tollen Teilzeiten, da ist sie knapp jetzt hinter der Schweizerin zurück. Ah, die Kurve verpasst. Und dann ist es schon eine Sekunde, die er fehlt. Ja, man muss da wirklich bedingungslos über den Außenski den Schwungansatz treffen. Hier passiert es immer, dass er ein bisschen quer stellt. Schwierig. Ja, da ist es schwierig, da richtig auf den Zug drüber zu kommen und damit auch recht großer Rückstand für sie von über 2 Sekunden und Rang 4 der Rückstand. Ja, da ist sie nicht ganz happy. Es waren keine ganz großen Medaillenhoffnungen, muss man ganz ehrlich sagen, aber sie hat gemeint, wenn so alles ideal aufgeht, dann könnte es in die Richtung gehen. Da war dann doch der eine oder andere Fehler zu viel dabei. So, die nächste, die hier zum engsten Favoritenkreis zu zählen ist, Lauren Makuga aus Park City. Freche Linie, ähnlich wie Grob. Da tut es sich jetzt ein bisschen schwer. Da ist die Schweizerin am besten auf Zug drüber gekommen. Genau, war von der Position her besser über den Außenski. Sie ist relativ, bleib stehen, relativ weit innen. Und dadurch kriegt sie nicht ganz den Druck am Außenski und tut sich ein bisschen schwerer. Also da kann man jetzt schon sagen, ich glaube, den entscheidenden Teil, den haben wir hier unten zu sehen. Da ist es noch wichtig, richtig mit Kraft hier dagegen zu halten und mit feiner Technik. Genau. Und jetzt sind wir bei der Top-Favoritin, Emma Eicher. Ja,
Sie und Kulture haben ja ganz oben auf der Rechnung. Oben war mal gut dabei. Gleich auf mit der Schweizerin Grob. Training auch Platz 1 gefahren. Also das ist wirklich eine Medaillenkandidatin. Ist schon gut unterwegs, momentan noch Ex-Eco. Schauen wir mal, was die zweite Zwischenzeitung sagt. Ja, oben unterwegs. Ja, ganz enges. So, da oben praktisch gleich schnell die beiden. So, jetzt hast du den Sturz vergessen und mit neuem Mut dazu fahren. Fahrt ein bisschen die rundere Linie, also grob. Ja, jetzt muss sie aufmachen. Jetzt muss sie aufmachen und jetzt verjagt es sie auch da ein bisschen. Und dann ist sie dann deutlich zurück. 7 Zehntel, sie quetscht sich gerade noch 4 Hundertstel vor Viktoria Bürgler auf Platz 2. Aber das heißt auch, dass die Viktoria gar nicht schlecht gefahren ist. Na, absolut und gefahren, ja. In Sachen Protest ist es schon der Schleuderstuhl derzeit. Ja, aber besser dabei oben sitzen als schon daneben. Ganz genau. Na, sie hat sich wesentlich gesteigert von gestern. Also sie hat speziell die Passage Eisfall viel besser gemacht und ja, jetzt natürlich 400 schon hinter der zweiten. Im Schleuder sieht sich immer ungut. Mal schauen, wer noch kommt. So, ja, also zwei der Top-Favoritinnen sind jetzt schon unten, sind nach vorne. Wir haben Vicky Bernardi aus Italien, war gestern 5. schnellste im Abschlusstraining und da oben, da sind sie alle noch ganz eng beieinander. Aber jetzt. Der gleiche Fehler wie die Norwegerin. Aus Italien unterwegs, da können wir sie sehen. Schaut's rauf, da kommt sie daher gerast. Ja, da war einfach grob viel aktiver unterwegs. Für Vicky Bernardi. Geht sich das aus, aber sie kommt da ganz knapp heran, Bernardi, 300stel zurück jetzt an der zweiten Stelle. Eicher, momentan dritte. Und damit Viktoria Bürgler aus dem Podest herunter an der vierten Stelle. Garance Meyer aus Frankreich. Our next contestant already started. Garance Meyer from France. Da kommt sie. Oh. Eine Waffe unter die Füße, ja, wenn das so stimmt. Ein bisschen vor, aber sie ist auch hier gut dabei. Au, oh, jetzt aber nicht. Viel zu frech reingefahren. Und interessant, jetzt bei der nächsten Rechtskurve, da gegen Ende geht es dann mit der Position richtig auf. Dann nochmal kurz hocke und jetzt ist auf. Jetzt ja. Ist es richtig schwierig, hier die Position zu halten. Absolut, sie hat einfach von Zielhang Einfahrt schon die Linie falsch gewählt. Also sie war viel zu direkt unterwegs und trotz harten Kampf noch im unteren Teil. Ein paar Zehntel kassiert. Ja. Es ist halt schwierig, gell? Da geht's los, dass sie zu direkt unterwegs war, ganz tief unten mit Schwung und dann kämpft sie nochmal. So, wir haben Sarah Thaler aus Italien jetzt am Start und nachher schon die letzte Österreicherin, Magdalena Rannalter. Da oben muss man irgendwie dabei bleiben und dann sind es in der jungen Karriere werden es 2, 3 wichtige Kurven, die mal sitzen müssen. Die wahrscheinlich jede schon einmal im Training toll hinbekommen hat, auch bei schwierigen Verhältnissen. Aber hier zählt es natürlich. Vor allem heute muss man wirklich das Herz in die Hand nehmen und sich überwinden. Und man muss die Bedenken oder den Respekt auf die Seite legen und Gas geben. Das wissen die Damen oben schon, dass das hier die Knackstelle wird. Dieser Zielhang, da muss man noch. 1,29 Rückstand für Sarah Thaler. Und jetzt kommt Magdalena Rannalter, die in den Trainings die dritte der drei Österreicherinnen war. Einmal 12., einmal 22. Aber da ist sie ganz gut dabei. Oben ist immer gut. Eisfall. Boah, satter Sprung, eine mutig gleich in Position. Sehr gut und jetzt eng bleiben. Sehr guter Speed. Ja, viel besser wie gestern. Gut. Ja. Jetzt nicht querstellen. Bleib drauf. Jetzt wird zu tief. Also, jetzt ist dem Schwung wieder ein bisschen hinten nach. Aktiver bleiben. Sperrt sich ein bisschen durch die Position von Oberkörper. Jetzt heißt es nochmal Vollgas geben und
Naja, jetzt geht sich da nicht mehr aus. 1,5 Sekunden. Rang 9 für Magdalena Ranalter. Die ÖSV-Damen, das Trio ist unten. Nochmal das Wichtigste. Unfallfrei. Genau. Man sieht, sie liegt mit dem Oberkörper ziemlich weit vorne drauf und sperrt sich ein bisschen in der Bewegung dadurch. Ja, und das vertragt es dann genau nicht. Aber da war die Schweizerin Stefanie Grob wirklich auch die Beste. Aber du hast schon angesprochen, es gibt dann noch als Vorletzte, oder als Drittle, Zweitletzte, Lara Colturi, eine 16-jährige Italienerin, die mittlerweile für den albanischen Verband fährt und die gestern noch spät an eine Bestzeit hingeknallt hat. Genau, Tochter von der ehemaligen Olympiasiegerin Daniela Ceccarelli, ist auf jeden Fall ein Riesentalent und die Schweizerin kämpft brutal am Limit, ist auf jeden Fall ein Riesentalent und sie hat schon öfter jetzt im Weltcup bewiesen, speziell im Riesendorlauf und im Slalom, dass sie eigentlich ihrem Alter voraus ist und wirklich gute Technik fährt. Und auf der schweren technischen Abfahrt darunter kann sie ihre Stärken auf jeden Fall ausspielen. Also da wird man ein bisschen warten müssen, weil von der Piste her wird es nicht so dramatisch Veränderungen geben, nein, oder? Überhaupt nicht. Also wie gesagt, sie ist gestern mit Startnummer 31 gefahren und hat noch eine Bestzeit in Schnee gezaubert. Also die Piste ist wirklich so gut und hat so einen guten, kompakten Grund, dass da, nichts sich verändert. Paola Origioni aus Frankreich verliert da oben Mittelteil dann schon viel Zeit. Ich hoffe jetzt, dass er da heil ins Ziel kommt, weil der bewegt sich extrem am Limit. Jetzt noch mal laut hier im Stadion. So, 59,40 für Sie, aber ich würde schon sagen, Sie sind gar nicht so irritiert, so wie die Damen da daherkommen im Ziel, das erinnert ein bisschen an Bormio, wenn dann herzlich weniger an Reserven noch vorhanden sind. Oh, das ist Ausfahrt Eisfall, also da ist schon extrem am Limit unterwegs gewesen, noch weiter draußen und weiter hinten, braucht es einfach nicht mehr, gell? So, kurzer Blick auf die Top 3 war das. Grob aus der Schweiz, Bernardi Italien und Emma Eicher an der dritten Stelle. Viktoria Bürgler, 400stel im Augenblick hinter dem Podest zurück, an der vierten Stelle. So, aber auch gut unterwegs gewesen. Gestern Pernille Liedersen aus Norwegen war die viertbeste. Ja, fährt sehr unscheinbar, aber trotzdem schaut sie, dass sie die Ski immer nach unten zeigen lässt. Und da ist man gut dabei und Rang 3. Zwischen 2 und 3 war ordentlich Luft und die nützt sie. Die Norwegerin Liedersen jetzt an der dritten Stelle. Eicher vierte, Bürgler fünfte. Das war jetzt wirklich unscheinbar. Das hat wenig aktiv ausgesehen, aber ja, war sehr ruhige Fahrweise. Und wenn man auf die Skiführung geschaut hat, also das hat sie schon gut gemacht. Also auf alle Fälle noch was drinnen. Malin Sund aus Norwegen, Lüdersens Landsfrau. Boah, also frisst die Tore schon. Ja, sieht man da einen kleinen Abdruck am Abend an der Schulter oder so, oder? Kann schon, ja, kann schon vorkommen. Also ein paar blaue Flecken hat man immer wieder mal. Die Stangen sind auch nicht so fein, aber ja. Solange es nicht schlimmer ist. Lieber mit der Stange anlegen als mit dem Berg, oder? Das ist genau. So. Grunddevise. Sund. Genau. Ja, da unten. Da unten trennt sich sozusagen die obligate Spreu vom Weizen. Sie verliert da 3 Sekunden und muss oben dabei sein. Und dann, ja, vielleicht hat das Lüdersen gar nicht schlecht gemacht. So ein bisschen vorsichtiger, aber schauen, dass sie einfach nur technisch sauber fährt, was hinhält. Genau, also das ist das, was unten eigentlich wichtig ist, weil unten ist so steil, da kann man mit Position gar nicht so viel Zeit rausholen, sondern einfach mit einem sauberen, technisch sauberen Skifahren und schauen, dass man den Mut behält, kann man da schnell. Das ist die Vize-Weltmeisterin im Super-G von vor einem Jahr, Ava Sunshine aus den USA, die da oben die Beste war und jetzt knapp zurückliegt. Nur nicht zu viel versuchen zu überpowern. Genau, extrem am Limit unterwegs.
relativ weit innen von der Position und dadurch werden die Ski immer sehr unruhig. Also ein kleiner Schnapper in dieser Linkskurve, der ist dann einer zu viel. Das wäre wirklich drin gewesen. Da. So 4 Zehntel waren wahrscheinlich da bei den letzten 2-3 Toren für sie durchaus. Definitiv, man sieht sauber da schon Ausfahrt, Eisfall. Sehr weit draußen. Mal schauen, dass er sich vielleicht noch ein bisschen besser ausbalanciert. Next time, morgen kommt ihre Spezialdisziplin, der Super-G. Giselle Gorinch, die Britin. Eher Außenseiterin in beiden Trainings da. Nie vorne zu finden. Okay, kommt Risiko mehr ein. Ist der leider ja, schon oben Packung. Ja, es ist natürlich jetzt da schwierig. Da draußen ist schon noch ein bisschen Schnee. Ich meine, sie haben versucht, als niederzuwalzen, aber wenn man schaut, es wird da das ziemlich unruhig und. Ja. Ich meine, es wäre noch leicht möglich gewesen, da reinzukommen, aber sie wollte einfach das Risiko nicht mehr auf sich nehmen. Start Nummer 20, Pauline Simon aus Frankreich. Ah, da fährt schon der Respekt mit. So ein leichter Drift. Zur Sicherheit nimmt er ein paar PS raus. Und wenn man da nicht reinspringt in den Eisfall, hat man eh schon ein bisschen zu sehr die Handbremse drin gehabt, oder? Eben, ja. Da hat man den Eisfall selber ein bisschen mehr zaubert, obwohl sie da nicht so viel Zeit verloren hat. Ja, da sind schon ein paar ordentliche Schläge drinnen. Ja, vor allem wenn man ein bisschen quer kommt. Also wenn man da nicht den Mut hat, dass man den Ski wirklich schnell durchlaufen lässt auf Zug, nachher werden die Schläge definitiv mehr. Dann schaut es richtig brutal aus. Wenn man es technisch sauber fährt, kennen wir auch bei den ganz großen, auch bei Marco Odermatt und Kilde schaut das nie aus, als wenn es Schläge gäbe oder deutlich weniger als bei manch anderen. Das stimmt, ja. Also da sieht man einfach mal, der was zentral mittig über den Ski stehen und den Ski auf Zug halten, da ist immer als viel leichter zu meistern, als wenn man quer daherkommt. Da werden die Schläge, die Stöße immer mehr und die Position muss man versuchen einfach auszubändeln. So eine Sekunde dann da oben. Wir sind schon bei Start Nummer 21. Muss man vielleicht ganz kurz den etwas anderen Startmodus erklären, was die Startnummern angeht, hier bei dieser Junioren-Weltmeisterschaft. Da ist es so, dass die ersten 15 oder die besten 15 des genannten Starterfeldes von der FIS-Rangliste sich ihre Nummern auswählen dürfen, und zwar zwischen 1 und 30. Die restlichen werden dann von 16 bis 30 dazugelost und hinterher geht es nach FIS-Rangliste. In den technischen Bewerben wird das so gehandhabt wie im Weltcup, nur ist es halt dort nicht die WCSL, sondern die FIS-Rangliste, die ersten 7, vorneweg dann 8 und dann wird aufgefüllt. Und während hier bei den Damen noch verständlicherweise durchaus kleine Starterfelder auszumachen sind, bei den Burschen sind es dann schon mal 20 mehr, hört man hier von Riesenstarterfeldern, im Riesentorlauf etc. Also, da wagen sich dann viele drüber, aber man wird das Ganze ohne Qualifikationsbewerbe über die Bühne kriegen. Natürlich, ich meine, die Abfahrt ist sehr schwierig darunter und da haben sich nicht so viele traut. Was man versteht, weil man muss bedenken, für die ganz Jungen, speziell die 16-, 17-Jährigen, ist das schon ein Hammer da. Und ja, darum sind relativ wenig Starter unterwegs. So, Katharina Lechner, die hast du eigentlich auch gemeint. Das ist nämlich eine 2005erin vom Jahrgang her. In Wirklichkeit sind dann nur 2 am Start, dann eben auch noch Lara Kulturi. Und bei der Siegerehrung am Abend wird es dann auch noch eine eigene Wertung geben für die U18-Damen. Ja, also Silber ist ihr garantiert, wenn man so will. Und die echte Junioren-WM-Wertung ist sozusagen eine U21er-Wertung. Es schaut momentan schwer nach Stefanie Grober aus vor Vicky Bernardi und dann Bernille Liedersen. Emma Eichner geschlagen auf Rang 4, Victoria Bürgler hat sich gut geschlagen an der 5. Stelle. Aber aufgepasst auf die Italienerin, also die hat das jetzt wirklich oben her gut gemacht. Einmal kurz quergestellt im Fang,
aber da bleibt sie mutig, schau, sie zieht ihn durch. Ja, das könnte heiß werden. Alice Kalaba. Und wow, knapp drüber, Rang 4 für die Italienerin. Mit Startnummer 23, das heißt aber eben, es geht noch was. Das wird vor allem Familie Culturi interessieren. Definitiv. Na, hat wirklich sich gut präsentiert, da die Italienerin. Und man muss einfach im unteren Teil richtig mutig bleiben. Aus der Schweiz, Janine Mechler. 2004er Jahrgang, also 18 Jahre jung. Ja, das ist eigentlich schon knackig, oder? Da sind die Schnellsten mit 118 unterwegs und so. Ja, es sind viele mit dem Auto nicht unterwegs. Ja. Das kann sich sehen lassen. Ja, da kommt ein bisschen Vorsicht, kleines Querstellen, ein bisschen Geschwindigkeit heraus, damit sich die Kurve gut ausgeht. Aber dann wird das von der Zeit her etwas schwieriger. Knappe 3 Sekunden Rückstand und vorläufig ein 19. Platz für die Schweizerin. Schon mal ein Zeichen, wenn die Hände ziemlich seitlich draußen sind, dass man nicht ganz davon überzeugt ist und eigentlich der Respekt ziemlich mitfährt. Jetzt kommen noch zwei, Ashley Campbell mit der 25, dann Delphine Darbelay aus der Schweiz und dann mit Rebecca Janchova und eben Lara Culturi 2, die eben in den Trainings sehr, sehr stark waren. Diese Culturi eigentlich hat immer mit dem Papa trainiert, wollte dort bleiben auch oder wollte ihn dabei haben, als sie dann in den Nationalkader aufgestiegen ist, aber da hat sich dann der Verband ein bisschen quergelegt. Ergebnis war der Nationenwechsel nach Albanien. Ja, haben eigentlich so alle Möglichkeiten. Die Mama, die Daniela, ist auch immer mit und machen auf jeden Fall eine sehr gute Arbeit mit ihr und den sehr gezielt trainieren, den sehr viel frei fahren, viel Übungen fahren, auch in den Stangen viel Übungen fahren und das ist eigentlich der Grund, warum sie technisch schon so weit ist. Da muss man sagen, die Dame ist, da darf man wirklich sagen, das Mädel ist im November 16 geworden. Ja, ist Wahnsinn. Also sie ist auf jeden Fall was für die größten Talente, was die letzten Jahre gekommen ist. Also für mich nach Schifrin sicherlich die beste. Okay, in Kürze dann mit Nummer 28. Jetzt noch eine Schweizerin, die ja zumindest von der führenden Landsfrau dann ein paar interessante Funksprüche halten können und klemmt sich da mal von der Position her resch hinein. Ja, dass einen guten Kniewinkel fährt, also die Unterschenkel schön parallel sind. Das war ein bisschen zu viel des Guten. Ich würde nur sagen, da sehr mutig unterwegs, überdreht allerdings ein bisschen. Echt dann wie so ein Highriser, also da ist ja sprichwörtlich die Piste ausgegangen. Gott sei Dank ist der Ski gleich aufgegangen. Tja, die ersten drei haben hier unten gut lachen. Die haben das hier blendend hinbekommen. Und wir haben den zweiten kräftigen Abflug in diesem Junioren-WM-Auftaktbewerb hier erlebt. Nur relativ schüchtern, hä? Ja. Da am Leaderboard. Ist okay, ein bisschen Bescheidenheit kann nicht schaden. Stimmt, ja. Man wird dann ohnehin gehypt, wenn man sozusagen wie ein Doktortitel Junioren-Weltmeister oder Meisterin mitführen darf. Absolut, ja. Aber nein, man muss trotzdem nochmal erwähnen, sehr mutig die Mädels unterwegs gewesen, gell? Weil es ist wirklich eine ganz schwere Abfahrt. Also jeder, was da mal vor Ort da war, weiß, wie steil es da runtergeht. Und wenn man da mit 115 Sachen durch den Eisfall durch und dann geht es weiter und sie steht, Gott sei Dank. Also, ich glaube, da wird sich der ein oder andere erwachsene Mann eindeutig mehr fürchten. Oder Thomas, wie geht es dir da dabei? Ja, das könnte gut sein. Ich habe auch schon meine Erlebnisse gehabt da bei Birds of Prey, also bei den Steilhängen, die sind schon
Darum hast du da keine Chemie gehabt. Genau. Das ist nicht Respekt einflößen, das ist Furcht einflößen. Okay. Was da teilweise zu sehen war, gemischt noch mit der feinen Präparierung dann für so Rennen, sind diese Bereiche mitunter auch für den Hobbyläufer im Stand schon sehr gefährlich. Du weißt, dass sie die Skilehrerausbildung gemacht haben. Also ich kann die schon mal mit runter. Aha, okay, gut. Naja, ich probiere es mal mit dem Hubschrauber nochmal. Der hat momentan eh gerade nichts zu tun, Gott sei Dank. Okay. So. Also da hat einer noch mehr Respekt. Ja. Das muss sein. Man muss seine Grenzen kennen. Die hat hier am besten eigentlich Stephanie Grob hinbekommen. Das war so eine Fahrt, muss man sagen. Da hatte man nie das Gefühl, die überpowert und nie, dass sie sich zurückhält. Das war einfach stark gefahren. Absolut, und speziell im Unteranteil. Also da hat sie wirklich von der Linie her die direkteste gewählt im Vergleich zu den anderen. Und das erfordert nochmal ein Scheufel mehr Mut. Und das hat sie gestern schon gezeigt, dass sie sich da unten sehr wohl fühlt. Und ja, man muss wirklich sagen, hat es wieder heute zu 100% umsetzen können. Ja, die drei Damen da unten, die wissen natürlich auch, die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Eben diese, die Jüngste im Feld, die Kleinste, Lara Kulturi, kommt noch. Und so lange hat die Schweizerin nicht ihren WM-Titel auf sicher. Und die Dritte, Lüdersen, nicht ihre Medaille. Dazwischen noch die Italienerin Vicky Bernardi. Die müssen sich noch ein klein wenig gedulden, wenn dann jetzt... die Schweizerin da herunterkommt, dann geht es in Kürze weiter. Vielleicht kleiner Vorteil natürlich, so die Rutschkommandos, ein bisschen was kann man machen, oder? Absolut, also die Rutschkommandos sind ja die ganze Zeit unterwegs und die Pistenarbeiter, also sie schauen, dass sie da wirklich, oder sie haben speziell am Weltcup schon und auch die Tage jetzt extrem gute Arbeit geleistet, weil es hat doch immer wieder geschneit und Windverwehungen sind gewesen. Und es ist natürlich, wenn man da sieht, eine Riesenfläche, wo Schnee zusammenkommt und den muss man erst einmal wieder rausbringen aus der Spur. Und die haben wirklich da, Gratulation ans ganze Team, richtig gute Arbeit gemacht. Der Untergrund ist perfekt und ja. Tolle so, Rennen. Das ist gehört. So, genau. In Kürze gibt es dann hier schon die Entscheidung, die endgültige. Jetzt haben wir oben mit Startnummer 27 die ebenfalls im Training sehr stark gefahrene Rebecca Jančová aus der Slowakei. Die bereits zum vierten Mal schon bei Juniorenweltmeisterschaften teilnimmt, also auch schon sehr, sehr jung mit dabei. Ja, das ist natürlich schon gut, wenn man bei so vielen Juniorenweltmeisterschaften dabei sein kann, weil das Alter ist begrenzt und man kann ja nicht davon ausgehen, dass man gleich mit 16 schon dabei sein kann. Und von dem her ist das auf jeden Fall für sie eine tolle Geschichte, obwohl sie da oben doch einiges an Zeit verloren hat. Vom Speed her fehlen ihr da 4 km/h, 1,26 der Rückstand. Schlussendlich dann doch ein bisschen gar vorsichtig. So von der Sicht her hat man das Gefühl, ein bisschen heller ist es geworden. Definitiv. Es ist auf jeden Fall heller geworden und natürlich ist es Erleichterung. Also es ist noch nicht ganz so, als wäre, wenn die Sonne scheinen würde, aber besser als wir bei den ersten Nummern. Und ja, jetzt kommt dann die große Favoritin. Gell? Jetzt kommt sie. Lara Kulturi, Jančová hat hier nicht mitfahren können und jetzt steigt da natürlich auch unten nochmal der Puls bei den Führenden, die 16-jährige Lara Kulturi. Oben hat sie schon wieder besser. Einmal sehr gut, ja. Und jetzt ein bisschen tiefer waren, aber trotzdem noch gut durchzogen. Mit 16,6, guter Speed. Ja. Da ist sie dabei gut. Auch bei der zweiten Zwischenzeit noch vorne. Oh, jetzt ist er brutal direkt unterwegs, kurz angestellt. Oh, und das ist vielleicht ein bisschen zu viel gewesen. Ja, kurz überdreht, wie die Norwegerin mit Start Nummer 1. Die Welle ein bisschen zu viel aufgenommen. Jetzt bin ich gespannt, das war knapp. 56, ja, 57, 91 und es fehlen ja ein paar Hundertstel auf eine Medaille. Und jetzt heißt es abklatschen unten. Die letzte der ganz großen Favoritinnen ist im Ziel. Ja, war zu fehlerhaft im Zielhang. Speziell. Ja. Das ist genau die Passage,
wo die Startnummer 1 eben gestürzt ist. Und sie war ein bisschen zu frech unterwegs, sie wollte ein bisschen zu viel. Das war vielleicht die Tücke. In Summe verpasst sie im Augenblick die Bronzemedaille zumindest um 11 Hundertstel. 0,46 ist sie hinten und 0,35 die drittplatzierte Lüdersen. Aber man muss sagen, gell, bei Kulturi, das war ihr erstes Abfahrtrennen und die ersten Abfahrtstrainings. Gell. Wahnsinn, ja. Also, die war natürlich schon im Weltcup jetzt mit dem Flachau unterwegs in Killington, da hat man dann auch schon gepunktet. Also, aber sie kann nicht nur Slalom und Riesentorlauf. Es wird auf jeden Fall nicht der erste Platz, sondern es wird der 20. Platz. 2,58 Rückstand, Platz 20. So, durchgeschafft. Wunderbar. Und das war die vorletzte Läuferin. Eine kommt noch. Letzte Dame, macht noch mal bitte ordentliche Stimmung. Gleich wie bei den Österreichern. Pia Möller aus Norwegen ist die letzte, die hier diese Junioren-WM-Abfahrt in Angriff nimmt. Oben gut dabei. Jetzt fehlen allerdings über 4 km/h. Und dann fast 7 Zehntel von der Zeit her. Ja, jetzt ist der Respekt da. Ziemlich aufrecht mit dem Oberkörper. Und immer wieder Phasen, wo es den Ski ein bisschen querstellt. Oh. Halbstirn. Also eigentlich müssen wir froh sein, dass da unten gar nichts passiert ist, dass sich da alle wirklich kräftig in der Piste gehalten haben. 2 Sekunden Rückstand für Pia Möller und ein 19. Platz für sie. Ja, das Match hier ist geschlagen und die erste Medaille, die erste Goldmedaille geht an die Schweiz durch Stefanie Grob, die hier schon mit Startnummer 6 einfach eine große Fahrt runtergelegt hat. Da haben wir sie. Ja, hat wirklich eine Trainingsleistung umgesetzt. Speziell den Zielhang hat sie wieder gut gemeistert und verdiente Siegerin. Absolut. Also das muss man sagen, die war flott unterwegs. Hat übrigens im Weltcup auch schon 2 Auftritte gehabt. In Semmering war sie im Riesentorlauf dabei. Einmal nicht qualifiziert, einmal ausgeschieden. Aber da kann man mal hineinschnuppern. Das ist dann schon noch eine andere Liga. Die Dame ist 18 Jahre jung. Also da hat man durchaus noch ein bisschen Zeit. Jahrgang 2004. Und dann schauen wir nochmal hinunter auf die anderen. Ja, und sie darf jetzt beim Finale, Entschuldigung, genau, ich beim Finale mitfahren. Beim Finale mit. Nächsten Weltcup-Rennen sind schon gesichert. So, ganz kurz. Also wir haben Emma Eiche ist dann noch 6. geworden. Bürgler als beste Österreicherin an der 7. Stelle. Und wir sind in Kürze wieder zurück hier in St. Anton. Und jetzt bitte gerne hier bleiben im Karl-Schahn-Stadion.
die Wiki noch nehmen, ja? Solides Training gefahren und auf der Linie schaue, dass ich Gas da gebe, dann ist da definitiv was rein. Wie gut kennt man denn eigentlich die Konkurrenz bei diesen Weltmeisterschaften? Ja, ich meine, wenn man im Europacup unterwegs ist, dann hat man schon den einen oder anderen im Visier. Vor allem in dieselben Jahrgänge, also die meisten kennt man schon, aber ob es dann wirklich alle sind, das weiß man dann erst beim Rennen. Was haben Sie sich speziell für heute vorgenommen? Ja, vorgenommen habe ich mir nicht viel, einfach locker Skifahren und attackieren. Und dann, was rauskommt, sagen wir eh, aber grundsätzlich habe ich mir jetzt nicht viel vorgenommen. Nein. Ich würde sagen, das ist wie eine fiese Abfahrt von der Schwierigkeit her. Vor allem hier, weil es verkürzt auch noch ist, werden wir nicht mehr so eine lange Laufzeit haben, aber mal schauen, wie es heute zum Fahren wird. Gibt es die ein oder andere Schlüsselstelle? Wird sicher. Also ich schätze, dass es oben sicher ein bisschen schneller nachher wird gleich. Die Pisten schaut richtig gut aus und auf jeden Fall der untere Teil, da entscheidet sich dann das Rennen und das wird die Schlüsselstelle sein. Im oberen Streckenteil gibt es zu viel Schnee, deswegen wird von ein bisschen weiter herunten gestartet. Was hat der Neuschnee mit dem unteren Streckenteil gemacht? Ja, ich bin wirklich positiv überrascht. Ich habe mir gedacht, dass es sicher ein bisschen weicher sein wird. Aber der Untergrund ist so kompakt und hart, jetzt schaut es auch herunten echt super aus. Also bin mir sicher, das wird ein super Rennen. Ich bin mir auch sicher, das wird ein super Rennen. Bevor wir uns den Herren aber zu 100% widmen, sprechen wir noch mit Viktoria Bürger, die als 7. beste Österreicherin wird. Viktoria, wie zufrieden sind Sie denn mit diesem 7. Platz und mit Ihrer Leistung? Ich bin zufrieden mit dem oberen Teil von der Strecke. Herunten, ich habe leider einen echt miesen Fehler gemacht und der hat mir einfach vielleicht sogar das Podium gekostet, aber ja, ich bin nicht ganz zufrieden. In welchen Disziplinen werden wir Sie noch sehen? Ich starte jetzt noch im Super-G und im Riesenslalom und hoffentlich kann ich ein Team-Event mitfahren, aber das liegt nicht mehr an mir. Dafür alles, alles Gute. Danke, Viktoria. Danke. Und damit schauen wir rein in die Jubelbilder bei den Damen und in Kürze geht es dann weiter mit den Herren. Eine kleine Siegerehrung hat es da schon gegeben, was ordentlich ist, dann natürlich später mit den Medaillen jetzt rasch Platz machen, denn es sind dann gleich die Herren der Schöpfung an der Reihe und das ist mal ein interessanter Vergleich, oder? So, oder? Absolut ein interessanter Vergleich. Ich gleiche Piste, gleiche Piste, Kurssetzung. Ganz genau, aber man hat gestern schon beim Training gesehen, ja, die Jungs sind natürlich schon einen Schritt weiter. Ja. Gell? Aber so viel war es gar nicht, 2 Sekunden habe ich gesehen, oder? Das ist von der ganzen, also, von ganz oben und da sind wir dann gespannt, wie das dann bei den Herren da unten ausschaut. Ja. Ob sie mutiger sind. Ja, ob sich die dann nicht nur die lange Nase von Fräulein Grob zeigen lassen müssen, die hier für die Schweiz die erste Goldmedaille geholt hat. Wir haben diesmal bei den Herren dann nicht 3, sondern gleich 6 ÖSV-Starter mit dabei. Vincent Wieser wird als Vierter der Erste sein, Lukas Broschek mit der 8, Luis Tritschard die 10. Noah Geiseder mit der 16, Niklas Kardal mit der 22. Die letzten beiden, das sind dann auch diese 2 Jokerläufer, die auch in den anderen Bewerben starten dürfen. Und der letzte Martin Linus Walch mit Startnummer 30. In Summe haben wir hier dann schon ein deutlich größeres Starterfeld von in Summe 52 Läufern. Ganz interessant, wir haben da ganz hinten dran auch noch freulicherweise 3 Läufer aus der Ukraine. Der Nummern 46, 47, 48. Und da kommt noch einer. 50, Filiak hat 5 Ukrainer mit dabei. Luxemburg ist dabei, die Dänen, Mexiko. Hubertus von Hohenlohe hat da sicherlich auch seinen Anteil dran. Ja, ich vermute ja, dass der Hubertus selber da drin steckt. Nein, Spaß beiseite. Also Hubertus war doch sehr viele Jahre dabei und immer mit Leidenschaft dabei. Aber ich glaube, er hat jetzt wirklich seine Karriere beendet und hat aber schon Nachfolger gefunden. Ja. Viel, viel gefahren. Ja. Also hat schon für einige FIS-Rekorde auch gesetzt. Ja. So, die haben sich natürlich das Ganze auch ein bisschen angeschaut. Die wissen, was da auf einen zukommt. Da unten ist richtig schwierig. Da werden wir auch die Herren mit ein paar Zaubereinlagen sehen, oder? Ist ja zu erwarten. Weil sie suchen auf jeden Fall das Risiko und wenn man da gewinnen will, nachher muss man da bereit sein und ja, wie wir schon gesehen haben bei den Mädels, also es ist wirklich nicht leicht. Die Sicht ist zwar jetzt ein bisschen besser geworden, also den dicken heller,
wie vorher noch und macht es auf jeden Fall besser und einfacher. Aber die Schwierigkeit, die Steilheit, das Eisige bleibt und von dem her überwinden. Gell? Das ist so immer, das hört sich bei euch, also bei euch, da ist gemeint, alles mit Rennläufer gehen, Medaillen behangen oder weniger, egal. Das ist so immer die Geschichte auch, wie schätze ich es ein, was kann ich mir zumuten, denn wenn man sich zu sehr überwindet, ja, kann es natürlich nix in die Hosen gehen, auf gut Deutsch. Nein, man muss schon in seinem Rahmen bleiben, also es wird bei jedem Otto-Normalverbraucher, Skirennläufer, also man darf sich jetzt nicht überschätzen, weil das funktioniert auch nicht. Man muss wissen, was sind meine Stärken, was kann ich, was habe ich drauf, was habe ich technisch drauf und natürlich in dem Rahmen muss ich mich überwinden, dass ich da alles ausschöpfen kann und nicht überbauen und nicht ein sinnloses Risiko eingehen, das, was ich dann nicht umsetzen kann, was ich nicht davor und ja, aber für das trainiert man das ganze Jahr, für das trainiert man als Kind weg schon und man lernt seine Grenzen da schon kennen. Das ist gut so und wichtig, weil der Gegner ist schlussendlich der Berg und der hat leichte Reichweitenvorteile in Summe im direkten Duell. Und wir haben also jetzt schon die erste Nachfolgerin für Magdalena Ecker gefunden, also für die letzte Junioren-Weltmeisterin. Das ist die Schweizerin Grob und jetzt suchen wir den Nachfolger von Giovanni Franzoni, der Italiener, der in Panorama eben vor einem Jahr die Junioren-WM-Abfahrt dort gewonnen hat. Übrigens ein dritter Platz damals für Louis Vogt im Vorjahr, im Deutschen, der hier der Topfavorit ist, ein großgewachsener, schlaksiger Deutscher, dem man aber nicht nur tolle Gleiterqualitäten nachsagt, sondern eben auch schon ein gewisses technisches Talent und der hier die klare Topfavoritenrolle innehat, nämlich mit Bestzeiten in beiden Trainings. Genau, eben, er hat sich im Training sehr gut präsentiert und sehr furchtlos unterwegs gewesen und von dem her auf jeden Fall einer, der was da ganz, ganz oben auf der Favoritenliste steht und natürlich als Jahrgang 2002 eigentlich der letzte Jahrgang, was teilnehmen darf und ja, wenn man nochmal zuschlagen will bei der Junioren-WM, guter Zeitpunkt. Dann wäre es jetzt der springende Punkt, der ist ja auch ein bisschen in seinen Weltcup eingestiegen, war dann auch in Kanada mit drüben, war als bestes Ergebnis ein 32. Platz in Gröden, also weiß man ungefähr, wo das liegen könnte, die Top-Kategorie weltweit im Nachwuchsbereich. Wenn es da was Besonderes gibt, dann ist man vielleicht gerade gut genug, um mal an so einen Weltcup-Punkt dann schon früh zu ergattern. Genau, das ist schon noch ein brutaler Unterschied. Ein Trainertum, Scheiber Mario trainiert, ehemaliger Weltcup-Läufer. Genau. Der macht gerade Trockentraining. Also der ist jetzt bei die Damen im Nachwuchsbereich unterwegs und ich finde das extrem gut, weil so einer hat so viel Erfahrung und hat selber alles durchgemacht, also ist Weltspitze gewesen, Verletzungen erleiden müssen und ist wichtig, dass genau solche Typen bei den Mädels dabei sein und ihre Erfahrung weitergeben können und ich finde das spitze, ja. Das ist noch ein bisschen abseits der Ideallinie. Ja, deine Linie wäre das, oder? Ja, das ist perfekt. So, aber da man fragt sich dann oft, wenn das die Geschichte so vereist wird für die Damen im Weltcup, also vereist wieder sozusagen für Otto Normalverbraucher, dann haben wir hier Rennen herunter. Wie schnell bekommt man das dann wieder sozusagen für den Publikums-Skilauf akzeptabel? Ja, entweder man hofft auf kräftigen Schneefall oder die Pistenrampenfahrer müssen dann noch ein paar Tage eine gute Arbeit machen. Als alles auffräsen von Grund auf und natürlich öfter fräsen, weil sonst ist es knollig. Und ja, vielleicht meidet man den Hang jetzt einfach die nächste Woche ein bisschen. So, also jetzt geht's gleich los bei den Herren. Die Nummer 1 im Starthaus ist Max Peratona, der gestern gerade 20 Jahre alt geworden ist und sich heute noch nachträglich hier im Idealfall ein Geschenk abholen möchte. Oh! Großer Fehler schon. Schlag. Ah, das ist natürlich alles andere wie optimal, weil da geht es ein bisschen bergauf. Man sieht es leider von der Kameraeinstellung her nicht. Und da hat er sehr viel liegen lassen jetzt. Jetzt probiert das natürlich ein bisschen Harakiri-mäßig. Na, man muss natürlich ein bisschen was wegmachen. Aber jetzt wird es eben
hier richtig schwierig. Herunter! Boah. Das ist genau die Passage, wo die Norwegerin gestürzt ist mit Start Nummer 1. Also bloß nicht überbauen jetzt. Ja, und auch bei ihm ein paar Schwierigkeiten. Er ist durch mit einer Zeit von 57,05. Und damit ist er halbe Sekunde schneller als Stefanie Grob, die frisch gebackene Junioren-Weltmeisterin auf der Abfahrt aus der Schweiz. Ganz genau. Und da war eben die Passage, da war den großen Fehler im Flachteil gemacht hat, wo es dann auch bergauf geht, dann im Fang der nächste Fehler. Also, ja, leider. Er war natürlich keiner der Favoriten, muss man auch sagen, weil keiner von denen, die sich die Startnummern auswählen konnte, hat daran gedacht, hier die 1 zu nehmen. Aber Vitor Bessière, der aus Frankreich, hat im Training schon gut aufgezeigt, war drittbester im Abschlusstraining. Jetzt beim Eisfall ein bisschen zaubert, also der Schwung hat er nicht ganz rund durchziehen können. Positionsmäßig den dicken zweit hinten. 118,8 Spitzengeschwindigkeit bei den Damen war 118,4. Ja, da versucht das ein bisschen enger. Ja, jetzt ist er wieder zurück auf der Linie, aber er tut sich sehr schwer mit dem Schwerpunkt. Also zu weit hinten und dadurch zaubert er immer ein bisschen. Verliert immer wieder die Optimallinie. Ist jetzt natürlich voraus, ja, weil Veradona einige Fehler gemacht hat. 93 Hundertstel der Vorsprung des Franzosen Bessière. Das ist jetzt einmal eine erste Marke, die gesetzt wurde. Der nächste mit Lenz Hechler, ein ganz heißer Medaillentipp, wieder aus der Schweiz. Der war, wie eigentlich Kollegin Grob, unterwegs in den Trainings Dritter und Zweiter, nur eben der deutsche Vogt war besser. Lenz Hechler. Lenz Hechler fährt für den Skiclub Oberwil zu und wurde eher als Sportsman auf die 24. Ein bisschen was aufgerissen. Da auch nicht optimal. Ja. Da kommt er mutig schon mit Schräglage herein. Die Kurven hat er jetzt gut durchgezogen. Ja, das war jetzt besser. 33 Hundertstel zurück. Oh, sieht gut aus. Das sieht hier richtig gut aus. Da könnte er das durchaus wegmachen. Absolut. Oh, ein Ski weg. Und jetzt geht's nicht mehr. Steh auf. Bravo. Ja, damit kommt er zwar durch, aber er muss mit zwei Skien durchfahren. Er tut es mit einem. Er hätte 2,5 Sekunden Rückstand auf dem Weg zu einer möglichen Bestzeit. Ja, schade, da hat er schade, so einen Schlag erwischt, dass halt der Ski weg war. Aber ja, schau mal, er ist da zu weit hinten und innen und ja, da muss der Ski aufgehen. Also wenn es so unruhig wird, wenn es so schlagt, das ist ganz normal. War eigentlich einfach ein Fahrfehler von ihm. Ja, ein bisschen mehr am Außenski stehen, ein bisschen mehr Druck drauf, dann bekommt man diesen Schlag nicht so ab und dann ist er drinnen. So ist er heil, zwar unten im Ziel mit der sauberen Zirkuseinlage, aber Lenz Hechler aus der Schweiz ist hier geschlagen. Einer der Favoriten draußen. So, der Nächste. Wir haben wieder mal einen heißen Medaillentipp aus Argentinien dabei. Tiziano Gravier war schon bei 4 Junioren-Weltmeisterschaften. Vincent Wieser natürlich ist unser Nächster. Ja, das geht gar nicht. Na? 5 hat dann der Argentinier mit 4 Vincent Wieser. Wintersportverein Schladming. Schon ziemlich was an Erfahrung gesammelt in Europacup-Rennen. 21 Mal da gefahren. In Summe zuletzt auch in Italien. Selene Weber ganz gut unterwegs gewesen und stark in den Trainings. Zweiter im ersten Training, 8. in der zweiten Auflage gestern. Liebe Schülerinnen und Schüler, wie geht's euch? Genau, und jetzt gilt's, die Leistung auf den Punkt zu bringen und hoffentlich eine gute Bestzeit jetzt mal da runterzulegen. Und irgendwie hat man das Gefühl, eben, das Überpowern ist ein bisschen ein Thema, dass man nicht zu viel will. Absolut, man muss Gas geben, man muss alles riskieren, aber trotzdem in einem Rahmen mit einer gewissen Ruhe und trotzdem überzeugt sein. Also das ist der goldene Mittelweg eigentlich. Gell? Das wär's, den sucht jetzt Vincent Wieser. Bleibt der Sauberaufzug, eng dran beim Tor, alles top bisher und von der Zeit her ist er dabei. Okay, auf jeden Fall okay.
Ja, ist in Ordnung. Wichtig ist jetzt da nicht so weit über die blaue Linie. 120, jawohl. Top Speed für ihn, ein bisschen verjagt sind da mit der Geschwindigkeit. Ja, den Schwungansatz nicht ganz erwischt. Aber da ist noch was möglich in dem Teil. Ja, da probiert er auf recht zu bleiben. Mhm. Und jetzt vorne. Ja, ja. Ja, da bleibt eigentlich gut Aufzug. Jetzt ist. Au, Achtung! Einmal hängen geblieben. Geht sich das noch aus? 54, 55. Jawohl. Und das ist eine Bestzeit. Jawohl. Vincent Wieser mit einem super Finish. Eigentlich hat er jetzt viel von dem richtig gemacht, was wir gerade gefordert genau. haben, oder? Ganz genau. Also speziell im Unterteil richtig gut gemacht. Clever, richtig clever. Wieder ganz mal so ein genau. Schlappminger, wo das drauf hat. Genau. Ja, da war ich schon richtig gut unterwegs. Da ist höllisch schwierig. Und da erwischt er nochmal einen kurzen Schlag, aber trotzdem. Da ist er frech dran gewesen an diesem Tor, aber viel wird es nicht mehr gekostet haben. Und wir haben eine rot-weiß-rote Führung. Vincent Wieser führt jetzt Tiziano Gravier aus Argentinien. Oh, springt da satt weiter rein. Und die 120-1, die hat eben Vincent Wieser von zuvor aufgestellt. Ja, da war richtig mutig unterwegs. Hat es ganz gut angelegt. Ausfahrt, Eisfall war nicht ganz sauber für ihn, von Vincent, aber jetzt der Argentinier ist da relativ tief. Also er kämpft mit der Linie. Ja, da draußen ist ein bisschen weniger an Schlägen zu sehen, aber ist auch flott unterwegs. Aber 67 Hundertstel zurück auf Rang 3. Congrats to your performance, Tiziano. Zum fünften Mal schon bei Juniorenweltmeisterschaften, ja. Er ist mal happy, dass er durch ist. Hat sich prächtig geschlagen und was die Zeit von Vincent Wieser wirklich wert ist, in Kürze werden wir es wissen. Jetzt noch der Franzose Charles Gamel Seigneur und dann Louis Vogt. Also der Franzose war stark schon bei der letzten Junioren-WM an der fünften Stelle in der Abfahrt und er ist vorne. Oh, mutig, sehr lang in der Hocke, enge Linie und er riskiert. Jetzt wird er allerdings jetzt tief. Wird er zu tief. Und dadurch muss er jetzt ein bisschen nachkorrigieren. Trotzdem, er probiert. Er schaut, dass die Ski immer nach unten zeigen. Da macht er nochmal gut. Gefährlich, der ist gefährlich. Der ist echt gefährlich. Aber es geht sich um 800 nicht aus. Ganz enge Geschichte, aber der Franzose ist wirklich stark gefahren, muss ja, man sagen. Definitiv sehr mutig. Das war eigentlich noch ein bisschen das Manko. Aber trotzdem, er hat sich nicht rausbringen lassen. Gell? Er schaut, dass er wieder zurück auf die Linie findet. So, und jetzt los, Vogt. Er ist der erklärte, absolute Topfavorit mit Bestzeiten in beiden Trainingsläufen. 5 Weltcup-Speedbewerbe hat er in dieser Saison schon bestritten. 400 zu vorne. Ja, hat er ganz gut erwischt. Ja, oben im Flachen speziell mit sehr viel Gefühl unterwegs. 121. Ist noch schneller. Ist natürlich, wenn man da mit so viel Tempo reinkommt, ein bisschen schwieriger, die Kurve zu erwischen. Schau, schau. Jetzt wird's eng. Auch hier. Da lässt er dann aber brutal runter. Ja, es wird auch notwendig sein. Jetzt kommt er tief. Und da muss er mal ein bisschen korrigieren. Jetzt die Zeit gegen Wieser. Und es geht sich nicht aus. Wieser bleibt da vorne vor dem Franzosen und Vogt ein Zehntel zurück an der dritten Stelle. Ja, er weiß, wo er es liegen hat lassen, aber trotzdem. Er hat unten noch die beste Zwischenzeit gehabt, also die beste Speedtime und da wirklich am Limit gefahren. Aber es ist genau dieser kleine Grat gewesen, genau. Wo Meister Wieser vielleicht das am cleversten von den bisherigen definitiv angelegt hat. Nächster Österreicher, Lukas Broschek, auch stark, vierter im Abschlusstraining. Die Buschen geben jetzt gescheit Gas. Und vorne. Sehr gut.
hinten vorne gehalten. Boah, ein mutiger, weiter Sprung herein da. Ja, da fällt jetzt ein bisschen was. Ja, da fällt ein bisschen was. Ist ein bisschen runter unterwegs gewesen in dem Teil, aber... Aber noch vorne, ja. Ja, wollte gerade sagen, das soll nicht längsamer sein. Wichtiger kommt es jetzt auf das drauf an. Muss ein bisschen nachkorrigieren. Aber gut, der Zug, jetzt ist er nicht. Ja. Da hat man die Schwierigkeiten gesehen. Einmal nicht sauber umstellen und schon geht sich das nächste Tor nicht mehr aus. Schade drum, auch er pfeilschnell unterwegs. Ganz genau, man sieht es auch von der Position sehr weit hinten. Und dadurch tut er sich extrem schwer, dass er die Linie halten kann. Und dann ist er mit Korrigieren da nichts mehr drinnen, auch tief drinnen. Tja, Vincent Wieser führt die Geschichte an nach 8 Läufern und Topmann Louis Vogt ist unten. Jetzt würde man schon sagen, jetzt da reiben wir uns schon ein bisschen die Hände. So eine Medaille schaut nicht so schlecht aus. Warten wir noch ein bisschen. Also Medaille ist sicherlich, glaube ich, mit der Fahrt möglich. Ja, ich hoffe bloß, dass... Ah, der ist jetzt einmal schnell um. Dass da nicht zu viel einfällt, da noch schneller zu sein. Marco Abruzzese aus Italien. Ah, der hält ja immer noch diese Viertelsekunde. Oh, ein Verschneider, ein schwerer Verschneider und das müsste der Vorsprung gewesen sein. Also da hat er jetzt einiges liegen lassen. 54, 55, nein, das geht sich nicht aus. Boah, aber so eng geht's zu. Also es ist nach wie vor so, dass Wieser in Summe einfach hier das kompakteste Paket abgeliefert hat. Absolut. Da war einfach ein bisschen zu wenig auf Zug gewesen. Also hat den Ski mehr nur durchlaufen lassen und da nimmt man die Welle mehr auf. Luis Tritscher, WSV Ramsau, der Nächste. Auch zweimal Top 10 in den Trainingsläufen. Auf den Spuren seines Opas Rainer Tritscher, der auch schon große Erfolge in den 70er Jahren gefeiert hat. Ah, gute Zwischenzeit, jawohl. Super. Ja, oben sind sie wirklich alle gut beieinander. Mal das verdrehen bei den Sprüngen. Die Geschwindigkeit geht jetzt gar nicht mehr so viel. Er scheint nicht ganz so aussagekräftig zu sein, denn er ist wieder ein bisschen noch näher dran. Spät vor der Linie, aber er hat ein bisschen angestellt zum Korrigieren. Drauf. Ja, wohl. Er probiert schon, jetzt, das Tempo jetzt mitzunehmen. Jetzt braucht er die Kurve noch. Jetzt 52, 53, 55, 56, 20 und Rang 5. Eine enge Geschichte hier. Schade, ja. Die letzte Doppel-Links, da hat er sich ein bisschen zu viel treiben lassen. Das war natürlich auch nicht ganz optimal. Ja, es hat jeder so ein bisschen was dabei, gell? Ja. Jeder hat irgendwo so seinen kleinen... Patzer dabei, Jaakko Tapanainen, wird heute 21 Jahre alt, der Finne. Und hier auch schon bei seinen dritten Junioren-Weltmeisterschaften. Ähnliches Bild bei den Namen, da oben alles ähnlich. Ja, es ist oben nicht so viel drin, sage ich jetzt einmal. Also von der Skipräparierung her sind es alle... gleich gut unterwegs mittlerweile und dadurch ist oben wirklich nicht viel zu verlieren. Von da weg geht es eigentlich so richtig los. Ja, da ist dann Gott sei Dank auch schon bald fertig, aber es ist wirklich ein dramatisches Schlussstück hier bei dieser Abfahrt. Achtung! Speziell da, in dem Teil wird es nochmal richtig eisig. Und man sieht schon, dass den einen oder anderen oder die ein oder andere schon ein bisschen strauchelt in dem Teil. Keine 8 Zehntel zurück und da ist man schon nur noch Achter. Jaakko Tapanainen aus Finnland. Schwerpunkt ein bisschen zu weit innen und dadurch hat er die Probleme gekriegt. Sieht man, sagst du, ein bisschen so kleine technische Fehler, gell? Sieht man noch, oder? Absolut, ich meine, ist klar. Wir sind noch alle sehr jung, müssen sich noch fertig entwickeln und da sind auf jeden Fall noch technische Fehler dabei, weil sonst
werden sie wahrscheinlich schon bei der großen Weltmeisterschaft. Ja, bei den Schweizer muss man immer aufpassen, Nicolas Mascheret. Ja, haben die letzten Jahre wirklich eine sehr gute Arbeit gefunden, schon gemacht und kriegen da viele junge Läufer daher. Ja, jetzt ist er 1300 zurück und da weiter. Ja, den Schwungansatz, wenn man den versäumt, nachher tragt es dann relativ weit raus und dann kämpft man mit der Linie bis unten. Da ist er noch ganz gut auf Zug geblieben, aber wird auch bei ihm eine knappe Geschichte. Knapp über 56 und das ist dann nur noch ein sechster Platz, keine halbe Sekunde Rückstand für ihn hier. Er ist damit vorläufig der beste Schweizer. Nächster Starter, next starter, Aslo Bock aus Slowenien. Ja, sind schon einige jetzt natürlich unten. Auch er war gut im Training. Rok Asno aus Slowenien. Auch er wie Gravier, wie der Argentinier zum fünften Mal schon bei diesen Nachwuchs-Welttitelkämpfen dabei. Oh, schnell um, sehr schnell. Allerdings Eisfall jetzt ein bisschen, Einfahrt Eisfall ein bisschen weit waren, aber trotzdem. Er hat es probiert, dass er durchzieht. Top Speed. Bravo. Achtung, der wird richtig gefährlich. Ja, der ist laut. Seinen Vorsprung. Da, zieht dann gut durch. Oh. Ja, das war noch nicht allzu schlimm, der Patzer. Nein, stark. Wenn jetzt kein Fehler passiert. Ja, das schaut nach einer neuen Führung aus für Rok Asno. Oh, und was für eine Spinne. 55,06, da quetscht er noch einmal 4 Zehntel unten heraus. Aber und das war jetzt eigentlich der erste, was nicht wirklich einen Fehler gemacht hat, gell? Das war die erste nahezu fehlerfreie Fahrt, kann man sagen. Da war nichts Grobes dabei. Von oben bis unten. Wirklich gut. Sehr, sehr beeindruckend. Keine groben Fehler dabei. Das muss ja schneller gehen. Ja, also wir haben, Gott sei Dank, wir waren auch nicht zu unverschämt. Wir haben noch eine Medaille inne. Genau, aber wir haben gesehen, es ist alles möglich. Und es ist noch viel drin, richtig. Das, was man jetzt schon sieht, es wird nochmal um den dicken Heller. Gell? Ja. Also die Sicht wird nochmal ein bisschen besser. Es wird noch ein bisschen heller. Der nächste, Emil Nüberg. Das weiß ich gar nicht. Ist das von Freddy Nüberg? Ich glaube fast. Ich glaube, die Schwester fährt auch mit bei dieser Junioren-EM. Die Emma, glaube ich, oder ohne Gewehr vorläufig. Und das ist die Tochter vom ehemaligen Weltcupläufer Freddy Nüberg. Und hierdurch 1,71 sein Rückstand. Noch einmal eine Sekunde im Ziel an. Momentan der 11. Platz für den Schweden. So, wer kommt da noch? Wer war da richtig gut in den Trainings? Noch ein Schweizer, Dennis Corté mit Startnummer 20. Mit 22 kommt Niklas Kardal und als nächster der Österreicher schon mit 16. Noah Geiseder vom SC Wagrain. Vier Zehntel oben ist viel. Das ist ein bisschen gar Matsch, aber ich meine, natürlich, der Slowene hat oben schon eine richtig gute Zeit gehabt, gell? Er war eigentlich überall der Beste, also da müsste man sich fast nochmal rausholen schnell, aber der hat oben 2 Zehntel, da waren es 4 Zehntel und unten 8 Zehntel, also das war schon eine ganz schwere Vorgabe. So ist es, ganz oben war es in Summe die zweitbeste Zeit für Asno und dann war er zweimal abschnittschnellster, also klare Einservorstellung beim Slowenen. Leo Koppel an der 12. Stelle. Asno führt 83 Hundertstel vor Vincent Wieser, dann Gamel Seigneur, der Franzose 0,91 zurück und Louis Vogt an der 4. Stelle 0,93. Das sind die 4, die innerhalb von einer Sekunde geblieben sind. Aber eigentlich wäre noch viel Platz zwischen Gold und Silber. Absolut, aber
Bis jetzt war eigentlich alles sehr kompakt beieinander und der Slowene hat wirklich da eine Fabelzeit in Schnee gezaubert, ohne Fehler, und das hat sich bezahlt gemacht. Aber du, wie sehr sinniert man da eigentlich immer ein bisschen mit oben am Start? Schon weiß man schon genau, was da läuft oder wie lange vorher? Ja, es kommt immer darauf an. Also es gibt Läufer, die beobachten das sehr genau, auch wenn ein Fernseher am Start ist, und es gibt da, die schalten sich komplett weg. Also okay, kommt immer darauf an. Er kann schon wegschalten. Unten unser Bester, unten jetzt beim Lucky. Luis Tritscher steht bei uns, unser Zweitbester auf Rang 6 im Moment. Luis, wie zufrieden mit der eigenen Fahrt heute? Oben war es, glaube ich, ganz gut eigentlich. Dann in Eisvereine hat es mir im Sprung ein bisschen verzogen, hat mir ein bisschen aus der Ruhe gebracht und dann eigentlich die Duppe rechts danach wieder gut erwischt und dann einfach, was ich gestern im zweiten Training zurückgefahren bin, noch viel gerader leider rein. Und das habe ich leider nachher nicht erhalten. Was ich zurück bin, nachher wieder mit der letzten Doppe links. Weil die habe ich jetzt zweimal im Training brutal gefahren, aber passt schon. Was haben Sie sich denn gedacht, als Sie abgesprungen haben und gesehen haben, der Teamkollege führt? Am Anfang hat es mir angezipft, dass ich nicht Erster bin. Aber dann habe ich gleich gesehen, dass der Winnie führt. Und dann habe ich mich eigentlich gleich einmal richtig gefreut, weil wir gestern noch gesagt haben, morgen liegt da mindestens eine Medaille im Zimmer drin. Zimmerkollegen auch. Genau. Vincent Wieser ist gemeint, wenn er vom Winnie spricht, im Moment auf Platz Nummer 2. Was haben Sie den Kollegen raufgefunkt, die nach oben sind? Ich habe nur gesagt, dass gleich die erste Doppel links, dass der sauber über die Wellen mitgehen müssen. Und sonst da unten, aber haben wir auch schon mitgekriegt, ist einfach unruhig. Vielen Dank, Klaus, und oben ist schon der nächste Österreicher. Danke, danke. So, an der sechsten Stelle Luis Tritscher derzeit und jetzt Noah Geiseder, einer der beiden Joker, die eben in allen Bewerben an den Start gehen dürfen, weil sie verschiedene Disziplinen vom FIS-Ranking her da unter den Top 500 sind. Aber mega vom Luis Tritscher, Selbstvertrauen passt, also eine Medaille liegt fix im Zimmer. Aber so gehört es, so muss man die Sache rangehen. Und die Kampfansage, eh klar, oben geht so und unten, wie es mir ist, unruhig. Augen, gute Zeit, 900 dabei, bravo. Voll dabei, Eisfall, mutiger Sprung herein, in Position. Guter Speed. Ja, bleibt eng. Naja, das sind nur 4 Zehntel auf den überlegen führenden, genau, Slowenen. Das müsste eine für die besseren Zeiten sein, gell? Ja. 4 Zehntel. So, jetzt bleibt vorne. Jetzt hat er leider ein bisschen zu viel Rückenlage gehabt, kurz. Und da wird er weit. Moment, den Ansatz verpasst. Das ist nicht optimal. Und damit ist er knapp drüber an der 5. Stelle. Noah Geiseder an der 5. Position. Knappe Sekunde zurück. In Summe fehlen ihm da 500stel auf eine Medaille. Die letzten Fahrsekunden, also die letzten 15 Sekunden. Genau in der Passage fährt er einen sehr weiten Weg und da lässt er dadurch einiges an Zeit liegen. Da war gleich Silber und Bronze auf einen Schlag weg. Ja. So eng kann es gehen. Tolle Haugen. Gehört übrigens nicht zum Haugen-Clan, aber da gibt es eben Namensverwandtschaften ohne Ende. Die meisten gehören auch irgendwo dazu. Aber bei ihm soll das nicht der Fall sein. War schon vor einem Jahr als 14. in Panorama bei der Junioren-WM in diesem Bewerb mit dabei. Schwer am Limit unterwegs. Relativ weit hinten die Position. Kämpft immer wieder mit der Mittellage und tut sich da natürlich schwerer mit der Linie. Oh. Also das Außentor. Das. Au, jetzt legt er sich da hinein. Achtung. Ja. Aber ja, ja. Er haut jetzt einmal gleich die Hände vors Gesicht, ja, und steht auf, gut. Per se nicht unclever, oder? Nein, absolut also clever. Also man muss sich natürlich schützen und immer die Hände nach vorne geben. Ist immer sehr wichtig, weil wenn man irgendwo einen detonierten Zaun oder man weiß es ja nicht, man kommt ja damit über 100 km/h daher. Unwort, eindetonieren. Unwort, Entschuldigung. Eindetonieren hört sich wirklich nicht gemütlich an. Nein, aber es ist so. Ist gell? Leider so, ja. Ja, und das Wichtigste ist natürlich den Kopf schützen. Genau. Hast du das noch nie gehört, eindetonieren? Na, detonieren schauen und einparkieren und eindetonieren, das hört sich noch schlimmer an. Das ist, ja, ich bin halt oft in der Skifahrersprache unterwegs. Okay. Gell? So, das ist schon mal ein gutes Zeichen, wenn man sich gleich nach dem Sturz ordentlich ärgern kann und das ein bisschen beim Material abreagiert. Nichts passiert, Gott sei Dank.
bei Start Nummer 17 bei Tollef Haugen. So, auch hier ist eigentlich zu erwarten, dass die Startnummern bis 30 so die Medaillen unter sich ausmachen werden. Aber wir haben dann mit 31 Maximilian Schwarzer, interessanten Deutschen, Dominik Shackleton aus Großbritannien, 34 und Kyle Blandford aus Kanada war noch ganz gut in den Trainings. Das Rennen ist hier, ich will mal kurz unterbrochen. Aber das war jetzt eigentlich interessant, sieht man im Weltcup gar nicht so oft, oder? Dass man da versucht, noch die Hände vor das Gesicht zu nehmen oder so, fast wie ein Boxer sich in Deckung zu begeben. Da hast du eigentlich recht, ja, aber es ist, ich meine, man sieht schon, dass man eher die Hände normal wegstreckt, ja, also nach vorne streckt, dass man sich vielleicht ein bisschen abfangen kann, wenn man irgendwo ins Netz eindetoniert. Und ja, er hat ein bisschen andere Herangehensweise, aber vielleicht, weil er so ungut auf Gesicht gefallen ist, vielleicht wollte er auf sein Gesicht ein bisschen schützen. Ja. Das ist okay, Gott sei Dank, da nichts passiert. Die Junioren-WM geht bis nächste Woche Mittwoch und ist gespickt mit einem vollgepackten Programm. Morgen stehen die Super- Ja, also es schaut ganz gut aus mit einer ersten österreichischen Medaille. Vincent Wieser hält nach wie vor jetzt die zweite Position, 83 Hundertstel hinter dem überlegen führenden Slowenen Rok Asno. Dann der Franzose Gamel Seigneur, Louis Vogt an der vierten Stelle, Noah Geiseder ist fünfter und Louis Tritscher an der siebenten Position. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Lukas Borschek ist ausgeschieden. Aber es stehen eben noch ein paar schnelle Leute oben, von den Internationalen zu erwähnen. Da vor allem vielleicht Alban Elesi Canaferina aus Frankreich. Und jetzt geht es gleich weiter mit Start Nummer 18. Der nächste Schweizer, Sandro Zurbrück. Sandro Zurbrück. Momentan noch keinen unter den ersten fünf. Schauen wir mal, was der Sandro hier gewinnt. Seine Lieblingsdisziplin ist ja der Riesenslalom. Da eigentlich ja wenig Berauschendes abliefern können in den Trainings, aber der Name ist natürlich schon immer gefährlich gewesen, wenn das Skirennen im Gange war. Da oben geht's. Ja. Zur Brücke. Zur Brücke. Zur Brücke. Zur Brücke. Du bist ja übermotiviert. Ist so, ja, das ist ja nicht zur Brücke, sondern zur Brücke. Weißt, man darf nicht überbauen. Ja, eben, das ist auch natürlich in der Reporterkabine immer gefährlich. Aber natürlich verleitet der Anfang vom Namen. Ja. Dass man zwei Brücken draus macht, gell? Aber so gut hat er sich in den Trainings eh nicht gehalten. Ja, hat sich versteigert, ja. Jetzt noch ein bisschen was, 1,5 Sekunden. Das schlagt schon ordentlich jetzt, gell? Wie ein Wunder, dass da erst eigentlich jetzt zuvor bei Haugen da mal ein Ausfall war. Ja, der Schweizer hat den Ski verloren, der Hechler, oder? Auf der Stelle, aber es ist natürlich da ganz schwierig, weil da kommt man mit sehr viel Tempo hin. Beim Tor davor, man sieht eigentlich das Doppeltor nicht aus Fahrersicht. Und wenn man da von der Position her zu weit hinten ist, zu weit innen, dann schlagt es natürlich noch mehr. Aber es ist schwierig, dass man da sich so überwindet und mutig bleibt, dass man das komplett durchzieht und über den Außenski das fertig fährt. Aber ist eigentlich das, um was es geht und was wichtig ist, Wichtigste ist, um sicher den Schwung durchzufahren. Aus den USA, Hunter Zeleny. Ja, aber man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich da schwieriger wird unten, oder? Es ist einfach schlagig und muss man sauber durchfahren, aber es hält ganz gut. 3,2 Sekunden sein Rückstand. Aber es war bei den Trainings auch schon die Stelle ein bisschen, also es ist nicht schlagig, es sind ein paar Wellen drin. Und wenn man quer kommt zur Fahrtrichtung, dann wirkt es aus, als wenn es schlagig wäre.
Dennis Corte aus der Schweiz. Der war eben recht flott in den Trainings auch mit dabei. 7. 9. Und zumindest eben, vielleicht wird der Angriff auf Gold schon ein bisschen zu heftig werden, aber hinter Asno ist viel Platz. Bleibt lang in der Hocke. Ja. Gut. Und hält auch hier. Top-Zwischenzeit. Jetzt wird er ein bisschen spät. Und probiert da wieder zurück auf die Linie zu kommen. Schon wieder in Position. Also ja, der wird gefährlich. Er ist da, ja, wirklich gut unterwegs. Und auch da eng. Aber er ist knapp drüber. 1,25, das ist vielleicht dann wieder ein bisschen zu sehr hingehalten, oder? Ja. Ist eine Nuance? Also es ist nicht immer gut, wenn man in der Abfahrt alles in Position, also in der Hockeposition fährt, weil manchmal sperrt man sich dadurch ein bisschen in der Fahrweise, speziell da, wo es steiler ist, ist besser, wenn man eine kompakte, offene Position hat, also freut sich einmal trotzdem. Ist okay, das ist okay. Also wenn man eine kompakte, offene Position hat, die Hände ganz weit nach vorne, weil man einfach viel beweglicher ist. Und in der Hockeposition hat man nicht so, oder tut man sich nicht so leicht, dass man mit Knie und Hüftgelenk sich gut nach innen bewegen kann. Aber ich denke auch mal wichtig, dass man auch mal sich freuen kann über irgendwas, ja, oder? Wenn man sonst 20, 30 Rennen macht und man nur zweimal auf dem Podest steht und dann hat man 18 Mal ein Ledge im Gesicht und nur zweimal irgendwie heiter sein. Nein, wenn es einmal verhältnismäßig passt für einen, verhältnismäßig. Absolut, man muss sich immer an dem guten, positiven aufhängen, also weil man macht ja das, weil es einem Spaß macht, weil man eine Gaudi dran hat und nachher soll man sich das auch im Ziel, oder soll man das im Ziel auch ausleben dürfen. Und auch wenn man nicht ganz vorne dabei ist, wenn man seine Leistung gebracht hat, sich überwunden hat, nachher darf man sich genauso freuen, finde ich. Muss sein. Knappe 2 Sekunden Rückstand, aber hier schon einmal Erfahrung gesammelt bei einer Junioren-WM. Bescheiden ausgestattet, das 1er Platzl, oder? Ja. Und da kommt man noch schon feiner Ledersessel, wahrscheinlich beheizt im Weltcup. Ganz genau. Also, ich meine, er weiß, es sind nur einige oben, ja, ja. Und darum immer schön am Boden bleiben und vor allem jetzt kommt wieder Österreicher. Das Kaderl, Niklas. Niklas Kaderl. So, oben, das ist einmal ganz gut. Jetzt allerdings Eisfall ein bisschen quergestellt. Ja, und dann springt er da auch nicht rein. Das ist ein Zeichen davon, dass es vielleicht nicht ganz von der Geschwindigkeit so gut ist, auch wenn die Messung hier was anderes sagt. Die Zwischenzeit ist auch stark. Ah. Kleiner Quersteller. Genau, fast zu direkt gewesen wieder. Oh, brav unterwegs. So, jetzt braucht er dann noch eine super Doppel-Links. Dann gut, hat er vielleicht hier Chancen halten, sogar aufs Podest zu fahren. 54, 55, 56, 0, 9, 1, 0, 3. Sehr gute Leistung. 1200 hinter Podest. Pah, das ist hart. 1200 fehlen. Ja, die hat er beim Videostudium schnell gefunden. Ja. Ah, der kurze Quersteller war es schon. So, 22 sind unten. Rok Asno aus Slowenien mit einer klaren Bestzeit. Und Vincent Wieser muss immer noch ein bisschen um seine silberne Zitten, aber sie hält noch, Lucky. Ja, schau mal, wie groß das Zittern ist beim 20 Jahre jungen Schladminger Vincent Vinny Wieser. Gratulation zu einer super Fahrt unter schwierigen Bedingungen heute. Ja, danke. War echt ein Höhenritt, aber war voll am Limit und glaube, kommen wir da, werden wir zufrieden sein mit dem Ergebnis. Das ist vielleicht heute die Silbermedaille. Das wäre eine tolle Geschichte. Ja, also mit der Medaille war ich schon mehr als zufrieden, viel mehr, wie man vorgestellt hätte. Und so bleibt dann ist es auch ein Wahnsinn. Ja. Sie kennen auch den Slowenen, der führt Rok Asno sehr, sehr gut von Rennen, die Sie schon gemeinsam gefahren sind. Sie kennen aber auch jene, die noch oben sind. Wer könnte Ihnen denn da noch gefährlich werden? Ja, ich glaube, man hat es in den letzten 2 Trainings gesehen. Das ist bis zum Schluss kann es spannend sein. Ist mit der verkürzten Strecke noch einmal. Also, da kann echt noch jeder da rum sein, was da auf Stockerl fahren kann. Aber wie gesagt, müssen wir noch zittern. Ja. Vincent, dann vielen Dank und vielleicht hören wir und sehen wir uns später wieder mit deiner Medaille. Danke.
Ja, das ist irgendwie so schon eine gefreute Geschichte, wenn man zittern muss, darf, kann. Du, das sind eigentlich die schönsten Sachen oder Zeiten zum Zittern. Ja, das ist high emotional und ja. Wenn es ein Happy End findet, wenn das Ganze dann wirklich auch was Tolles wird, final. Aber ein bisschen muss man noch warten, wir sind noch nicht bei Halbzeit des Rennens. 52 Starter in Summe. Und ein paar gefährliche kommen. Start Nummer 23, Livio Hildbrand aus der Schweiz. Genau, der Wieser Vincent hat es schon angesprochen. Mit der verkürzten Strecke sind natürlich, oder ist der Favoritenkreis auf jeden Fall zusammengerückt und ist einiges möglich. Wie wir gesehen haben, der Slowene, der Führende, der hat wirklich einen Zauber oder einen Traumlauf runtergebracht, ohne Fehler. Und zwischen Platz 1 und Platz 2 ist noch einiges an Luft und ja, schauen wir mal. Hoffen wir. Ja, genau, das ist natürlich alles, was dann auf den Zwischenzeiten so im Bereich. Da, schau, auf alle Fälle, auch er hat hier seine Chance. Gut unterwegs, also sehr stabil vor der Position. Probiert eine freche Linie zu fahren. Und das ist. Sehr mutig. Oh, sehr stark, sehr stark. Oh, der ist flott. Laut. Der ist flott. Ja. Oh, Platz 2. Damit verdrängt der Vincent Wieser um eine läppische Hundertstel. Ganz genau. Gut unterwegs gewesen, der Schweizer. Jetzt wird die Geschichte noch ein bisschen zittriger. Das ist hart. Schauen, wie er die Kurve gut zufährt. Gleich in Position. Wirklich sehr engagiert unterwegs. So, also im Augenblick Vincent Wieser jetzt an der dritten Stelle. Er hat 0,83 Rückstand. Antoine Azolin aus Frankreich. Ja, man sieht jetzt schon den Unterschied zum Schweizer davor. Ja, das ist natürlich die Guten, natürlich, die schon bisher in ihrer Karriere ein bisschen was erfahren sind auf dem FIS-Sektor, die sind schon durch. Ja, da fehlt einfach die letzte Konsequenz. Aber natürlich ist bei solchen Junioren-Titelkämpfen immer mehr Überraschung drinnen als natürlich im Weltcup, wo man schon weiß, also wenn das Wetter da nicht mehr irgendwie ganz was anderes bringt, die Wolken aufreißen etc., dann packt das keiner mehr. Hier muss man noch ein bisschen warten. Start Nummer 25 ist das Jay Poulter. Und danach wieder zwei sehr schnelle Leute, die im Trainings aufgezeigt haben. Eine richtige Geduldskurve da in den Eisfall hinein, ja, oder? Ja, man muss speziell am Schwungansatz erwarten können. Es verleitet natürlich, aus Sicht vom Läufer kommt das Netz daher. Man weiß, man muss um die Kurve nach links. Und dann tendiert man dazu, dass man den Schwung zu früh anzieht, also dass man zu früh Druck gibt. Ja. Aber man muss dann ein bisschen weiter vorfahren, also man muss das erwarten können. Man muss quasi aufs Netz zufahren. Und das ist natürlich nicht so leicht im Unterbewusstsein. So, und ansonsten ist es ein bisschen eigentlich gut. Wir haben eine kurze Laufzeit, aber 2 Sekunden Rückstand beim 20. Das ist auch so im Weltcup ein Ding, nur eben hier schon etwas kürzer. Der Norweger Simen Selek, 4. und 15. in den beiden Trainings. Ja, 3 Zehntel dabei, das ist noch im Bereich. Ja, den Schwung, Eisfall, einfach der Eisfall, zwar auf 2-3 Mal fahren müssen. Also das heißt, er hat ihn nicht ganz durchziehen können.
was natürlich von Tempo her nicht optimal ist. Aber auch er da schon knapp drüber. Du, dreimal auf Zug fahren, das heißt, ich fahre mal rein, drücke mal ein bisschen drauf. Merke, das ist zu wenig, jetzt muss ich noch ein bisschen was machen. Genau, und dann lasse ich ihn wieder noch ein bisschen zu früh aus und dann muss ich eben noch einmal. Nochmal nachkorrigieren. Eigentlich ist das immer ein Zeichen von Unsicherheit. Ja. Weil man muss wissen, okay, wo setze ich den Schwung an und dann soll der Schwung auf einmal durchgehen, damit man richtiges Tempo aufbaut. Und wenn man vielleicht ein bisschen zu früh anzieht oder man ist sich nicht ganz sicher, dann tut man so ein bisschen den Druck vor die Kanten nehmen und dann doch wieder drauf gehen, weil man muss ja die Kurve fertig fahren und ja, man eiert fast ein bisschen um die Kurve. Das ist dann nicht gefragt und kostet ein bisschen was. Auch der nächste eben, sehr schnell gewesen, fünfter im Abschlusstraining, gestern der Franzose Albon Elesi Cannaverina. Voll fokussiert auf das, was vor ihm liegt. Und eigentlich hat da jeder wahrscheinlich schon am Radar, da klappt ja eine Riesenlücke. Da geht noch was, oder? Da absolut, also da ist noch alles möglich. Vor allem, es wird nochmals heller jetzt, gell? Mhm. Also die Sicht wird nochmal besser und das muss man jetzt eigentlich nutzen mit den Nummern. Konturen eigentlich auch jetzt ganz gut, durch, ja. Die vielen, durch die viele blaue Farbe eigentlich gut zu sehen. Oben ist er voll dabei. Ja, man, es ist immer so ein Thema. Man braucht noch sich. Topspeed 123. Boah. Achtung. Ja, auch da ist er noch dabei. Jetzt wird es ein bisschen gefährlich für die Bronzemedaille von Visa. Definitiv, weil er zieht da sehr gut weiter. Boah, er lässt den Schneidiger rein. Oh, das erwischt auch gut. Oh, das wird jetzt ganz eng. Hier er durch mit Platz 2. Alban Elesi Cannaverina aus Frankreich fährt da tatsächlich hinter den führenden Slowenen auf Position 2 hinein und schubst damit Vincent Wieser vom Podest. Ist das bitter. So schön für ihn. So herrlich diese Jubelbilder hier, das war eine wirklich saubere Fahrt. Sehr sauber, also wirklich da. Er lässt sich nicht rausbringen, wird zwar ein bisschen spät, aber trotzdem zieht er dann durch und ja, ist wirklich ein gutes Talent. Aber wo ein bisschen üben muss, ist im Ziel, gell? Mit Ski aufschmeißen. Macht mal ein paar da Tipps gibt's von noch, man kann jetzt nicht alles auf einmal können, oder? So. Wir haben mit Startnummer 28 Gregorio Bernardi aus Italien. Da müssen wir vor allem den nächsten dann beachten. Oskar Sandvik aus Norwegen, der auch zweimal Top 10 in den Trainings war. Ein zwölfter Platz hier. Ja, damit momentan keine Medaille für Österreich, einen haben wir noch. Also es hat ja wirklich zwischenzeitlich sehr gut ausgeschaut, aber tja. Jetzt natürlich ohne die Leistung vom Franzosen zu schmälern. Er ist wirklich sehr gut unterwegs gewesen, aber es ist natürlich die Sicht um einiges besser geworden. Ja. Okay. Ja, das muss man einfach dazu sagen, das ist entscheidend mitunter. Ja. Oskar Andreas Sandvik. Aber man muss natürlich die Chancen auch nutzen, wenn sie da sind. Also wenn ich das Glück habe, dass sich einfach bei mir das Wetter ein bisschen bessert, muss ich das einfach ausnutzen können und die Chance ergreifen und dazu schlagen. Und das hat der Franzose bravourös gemeistert. Schau, und auch der ist schnell. Auch er hier mit einer tollen Fahrt oben. Ja, da war frech unterwegs. Wow, gut. Jetzt fährt er ein bisschen zwei drauf. Da hat er was hergeschenkt.
knapp außerhalb, Sandvik an der 11. Stelle, aber das ist natürlich dieser kleine, feine optische Unterschied von der Sicht her, der erlaubt es halt bei Schlägen dann doch vielleicht ein bisschen mehr zu riskieren, weil man alles sieht. Definitiv, also man braucht sich da nur selber hernehmen, wenn man so normal Skifahren geht, was das gleiche Unterschied ist, ob die Sonne scheint oder nicht scheint. So, letzte Chance für das ÖSV Sextett hier heute auf der Abfahrt der Burschen. Martin Louis Walch. Zu weit hinten drauf. Ja, auf zweimal, oder? War das ja, das war schon ja, auf dreimal sogar. Ja. Die Kurven wird da wieder gut zu. Aber trotzdem ja, damit ist er jetzt schon draußen aus den Rängen, aus den Top-Rängen vom Rückstand her. Er müsste sich weiter nach vorne ausrichten. Also er hat den Unterschenkel ziemlich senkrecht und das ist nicht optimal. Also man sollte schon gewisse Vorlage haben. Walch durch in 57.01. Das macht vorläufig Rang 23. Und damit ist es klar, dass auch die österreichischen Burschen hier keine Medaille im Auftaktbewerb machen werden. Im Augenblick fehlt eine läppische Hundertstelsekunde, die Vincent Wieser zu langsam war im Vergleich zum Schweizer Livio Hilbrand. Und jetzt schnell hinunter zu den Interviews. Ja, das ist im Moment eine gute Teamleistung von Seiten des ÖSV. 4 unter den Top 10, aber halt keiner am Podium. Auf Rang schauen wir nach 7 und 8, die zwei Herren, die neben mir stehen. Auf Rang 7 Noah Geiseder. Noah, nur 14 Hundertstel vom Podium entfernt. Das ist ein bisschen bitter. Ja, das tut schon ein bisschen weh. Also ich bin trotzdem mega zufrieden. Hab mir selber nicht so viel erwartet heute. Meine Paradedisziplin Kühnberg ist eigentlich erst mit dem Riesentorlauf und für das war der Speed Event echt eine super Fahrt. Wenige Hundertstel dahinter Niklas Skardal. Im Vergleich zum Training ist es heute sehr gut gelaufen. Ja, beim Training habe ich doch ein, zwei Kurven sehr schlimm verhaut. Die habe ich heute Gott sei Dank getroffen. Ein paar Hundertstel finden wir immer, das ist ja so. Das ist ein bisschen ein Glück, was beim Rennfahren dazugehört. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Haben Sie mit dem Winnie, mit dem Vincent Wieser schon Kontakt gehabt? Der liegt jetzt auf Platz 4, nur eine Hundertstel hinter der Bronzemedaille. Ja, ich glaube, der Winnie hat es extrem verdient, muss ich wirklich sagen, ist ein super Skifahrer. Und wie gesagt, das ist halt das Glück, was du beim Rennfahren brauchst. Heute war es nicht auf unserer Seite, vielleicht morgen. Was ist denn der große Unterschied, wenn man jetzt vergleicht Europacup, FIS-Rennen und hier die WM? Ich glaube, der größte Unterschied ist mal die Kulisse, was wir da heute an Zuschauern haben. Das ist ein Wahnsinn. Es ist so cool, da ins Ziel kommen vor so vielen Zuschauern. Und ansonsten, die Piste, glaube ich, kann man nicht einmal mit dem Europacup vergleichen. Wir sind da auf Weltcup-Bedingungen. Das ist mega, mega, mega cool. Dann alles Gute für die weiteren Starts und Disziplinen. Noah und Niklas, Dankeschön. Danke. Ja, die Hundertstel-Schlacht hier, die neigt sich dem Ende entgegen. Es kommen wohl noch in Summe 20, 21 Läufer, aber das meiste ist hier wohl schon getan. Wohl, ich habe Ihnen schon davor gesagt, er hier, dieser Maximilian Schwarz, war zumindest im ersten Training als Elfter ganz gut dabei. Aber eine halbe Sekunde oben ist schon gar ein bisschen viel. Und das ist dann so ein klassisches Zeichen, wer da so mittig im Eisfall daherkommt, ohne Sprung, da stimmt der Speed nicht. Darum muss man vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Geschwindigkeitsmessung. Ja. Ist es eine Lichtschranke, ist es eine Laserpistole, wird sie händisch ausgelöst, bla bla bla, gibt es alles Mögliche. Genau, man sieht halt hier was so ein bisschen runterfahren von der Linie her, dass die vom Tempo weniger kmh drauf haben und ja, von dem her lässt es eher vermuten, dass der Ding ist eine Lichtschranke. Aber wir wissen es nicht genau. Oder ich weiß es nicht genau. Ja, wir werden es klären. Ja. Schwarz durch, ja, also ein bisschen schade, keine Medaille für uns, auch wenn die mannschaftliche Leistung wirklich top ist. Derzeit mit den Rängen 4, 7, 8 und 10 und auch der 10. Luis Tritscher, der ist in Wirklichkeit derzeit nur 32 Hundertstel von einer Medaille entfernt.
aber auch die Deutschen hat es da erwischt. Ihr Favorit Louis Vogt hat ebenso wie Emma Eicher nicht gehalten. Definitiv. Ja, auch in diese Favoritenrolle, da muss man ein bisschen hineinwachsen. Gell? Das ist absolut, schon. Also das ist jetzt nicht so, dass das als immer so lässig und easy ist, nur wenn man Favorit ist, dass man da selbstverständlich dann vorne dabei ist, sondern man muss mit der Aufgabe eben wachsen, man muss an der wachsen und man muss dem Druck standhalten können und das ist nicht für jeden so ganz einfach immer. Wie groß ist eigentlich die Unterstützung so bei den Besichtigungen bei den Trainern? Ist es bei den Jungen etwas mehr? Redet man da ein bisschen mehr rein von den Trainern und sagt, absolut, du, da musst du aufpassen? Schon. Absolut. Also im Weltcup wird ja dann nicht mehr so viel von den Trainern her geredet, sondern man bespricht sich eigentlich die Linie, damit man weiß, okay, wenn sich eine Änderung gibt, weil der Trainer steht ja an der Piste. Der Läufer ist ja nur bei der Besichtigung drauf und er weiß nicht, wie entwickelt sich dann die Spur, der Schnee oder das Tempo und braucht man andere Linie. Und dann muss ja der Trainer wissen, was für eine Linie hat der Läufer besichtigt, um das zu korrigieren können und den richtigen Funkspruch aufzugeben. Kommt ja natürlich auch auf die Fahrweise drauf an. Die anderen fahren von Haus aus direkter, der andere fährt von Haus aus etwas runter. Und dadurch muss man das absprechen, aber im Weltcup ist es so, bei den arrivierten Läufern, ich meine, die Kilometer und die Erfahrung, was ein Läufer selber hat, kann ja ein Trainer aus der Sicht gar nicht so haben, weil sonst wäre er ja selber im Weltcup unterwegs gewesen. Na, aber ich kann mir vorstellen, was bei Jungen da aus der Bahn, da weiß der Trainer, den müssen wir ein bisschen zügeln. Genau. Mann, da muss er da muss die eine klemmen. Ganz genau. Da ist ja so super, wie ich vorher schon angesprochen habe, dass Mario Scheiber zum Beispiel dabei ist, der was selber einige Weltcup-Rennen gefahren ist. Der hat einfach eine ganz andere Ansichtsweise. Er kennt die Seite als Athlet und weiß, was da abgeht auf so einer Abfahrtspiste, wie sich das anfühlt, darunter zum Fahren. Und da kann man ganz andere Tipps geben. Ja. Mario Scheiber. Oft auf dem Podest gestanden, ein Sieg war ihm dann immer verwehrt, aber zweiter, dritter, da hat er eine gute Verwandtschaft gemacht. Ich erinnere mich, ich dann auch eine Disqualifikation, ich glaube, da hätte er fast gewonnen in Bormio oder so, wenn ich nicht irre. Da war dann der Skischuh oder die Bindungsplatte um 0,0 irgendwas zu hoch, so Geschichten waren dann auch einmal mit dabei. So, jetzt ein schneller Mann, konzentrieren wir uns kurz auf den 18-jährigen Briten Dominic Shackleton, der vor allem bei den Nor-Am-Rennen da positiv aufgefallen ist. Fährt er? Geht noch? Ja, fährt. Jetzt ist er zwar weit draußen, fährt aber eine sehr feine Technik. Also schaut, dass er den Schwungaufbau sehr ruhig macht, guten Kniewinkel. So etwas nennt man am Limit, gell? Ja. Ja, okay. Also der Rechtsschwung, da muss er sich noch ein bisschen korrigieren. Da ist er zu weit innen, zu früh zu weit innen und dadurch schleudert es ihn ein bisschen. Ich wollte schon sagen, der hat ein besonderes Talent, besonders viele Schläge da aufzunehmen. Ja, ist klar. Aber haben wir schon gehabt, das ist eine technische Geschichte da einfach. Ganz genau. Wenn man zu weit innen ist, hat man wenig Druck am Außenski und umso mehr schlagen dann die Ski. Hat auch so. Wahnsinn. Also das muss ich erst einmal da stehen, gell? Ja. Halt durch, hat's geschafft. So, damit bleibt jetzt von der Papierform her wahrscheinlich wirklich nur noch einer, den man da zutrauen kann, eventuell eine kleine Überraschung noch zu schaffen mit Nummer 42, dann Kyle Blandford aus Kanada, der sich hier auch in den Trainings gut angestellt hat und eben auch bei Nor-Am-Rennen schon ganz gut dabei war. Man hat es jetzt schon gesehen, er ist ein bisschen die rundere Linie gefahren, gibt sich ein bisschen mehr Platz. Aber es ist auch im Nachwuchsbereich längst so, dass den Begriff der Ski-Exoten, den gibt es ja wirklich nur noch bei den Quali-Rennen, bei den Ski-Weltmeisterschaften, oder? Ja, so ungefähr. Also, es sind jetzt schon einige Länder dabei, die was früher noch Exoten waren, aber jetzt mittlerweile schon regelmäßig mitfahren und ja, ich finde es gut. Skisport wird internationaler und ist gut, wenn sich da was rührt. Attila Banja aus Ungarn. Der hier am Start ist für sein Land. Hat natürlich nicht die Trainingsmöglichkeiten der großen Nationen.
So, dann haben wir als nächstes wieder einen Amerikaner, Finnegan Donnelly. Auch wieder Ungarn, 2005er Jahrgang. Hast du eigentlich Ahnung, wie die, die da drüben in Übersee, in Kanada und USA bei dem Nachwuchs, haben die ein bisschen Betreuung oder schicken so die Crazy Canucks-Taktik auch bei den Jungen schon? Nein. Nein, die haben schon, also die machen auch sehr viel mit Skiclubs. Okay. Und so schon Rennschulen auch, und da wird schon im College auch viel gearbeitet. Also ja, klar. Ich meine, ich muss das immer bewundern, gell? Die Rennläufer aus Amerika und Kanada, die was wirklich sehr viel unterwegs sind, die was das ganze Jahr reisen und eben weg von der Heimat sind. Also das muss ich als junger Läufer erst einmal so wollen und durchdrucken, gell? Weil ist nicht so easy, wenn man jetzt mit 20, 19 Jahren nur von daheim weg ist. Aber die haben meistens vom Team her so ein gutes Gefüge, dass das eigentlich die Familie ist. Cooper Puckett. Naja, also da gibt es dann auch schon ein bisschen andere Zielsetzungen. Auch schau, wenn der super dabei ist, 1200stel. Ja, oben ist einiges möglich, gell? Wichtig ist jetzt, da stabil bleiben. Ja, macht auch gut. Sehr mutig. Oh. Und ein Zauberer dazu. Ja. Wirklich ein Zauberer. Oh, was will er da abschneiden? Okay. Ja, gar nicht so schlecht. Cooper Puckett. Ich kann mich erinnern, in Lake Louise, ich habe dann da mal geschaut, bei den, was die Tageskarten so kosten schon eine Zeit her, aber auffallend war dort, dass Jugendliche bis 18 Jahren für die Halbtageskarte nichts gezahlt haben. Gar nichts. Okay. Tageskarte hat damals gekostet, glaube ich, so 35 kanadische Dollar. Die Tarife waren deutlich höher, als man bei uns hat, auch wenn der kanadische Dollar nicht ganz den Wert des Euro hat, aber für die Jugendlichen hat die Halbtageskarte gar nichts gekostet. Das ist eine gescheite Maßnahme eigentlich. Absolut, also ist sicherlich ein Thema, das was man vielleicht ein bisschen bedenken könnte. Man, klar, es ist ein zweischneidiges Schwert. Jeder will perfekte Pisten, jeder will Schnee haben. Jetzt haben wir leider einen Winter, wo es wenig geschneit hat, viel geregnet hat. Ohne Beschneiung geht es nicht. Und das kostet natürlich immens viel Geld. Aber wenn man, ich glaube, die Jugend und die Kinder forcieren möchte und möchte, dass die in Zukunft auch Skifahren und das lernen, muss man vielleicht überdenken, dass man bis zu einem gewissen Alter die wirklich gratis fahren lässt und dass sie dann auch bleiben beim Skisport. Ja. Also es muss ja nicht der Rennsport sein, sondern einfach allgemein beim Skifahren. Das ist jetzt eine ganz blöde Frage, wenn unsere Kiddies da mit dem Verband trainieren gehen, irgendwo Reiteralm etc., ja. Auch da muss man ja irgendwie hochkommen, mit Lift, mit was der Teufel was. Braucht man da eine Skikarte? Muss da der Verband eine Karte zahlen, wenn nichts kommt? Ja, meistens. Ich meine, bei den Kindern, die sind ja regional unterwegs, die haben ihre Saisonskarten. Also, aber sonst, ja, natürlich muss man eine Karte zahlen, ja. Es gibt schon Skigebiete, die was sehr großzügig sein und da was sponsern, aber ja, oder muss die Rechnung passen natürlich, ist ja klar, du hast es eh angesprochen. Wenn man hier auf dem Berg eben Schnee liefern muss hinauf, statt dass der nicht automatisch von oben runterkommt, dann hat das alles auch seinen Preis, kein Thema. Wir sind dann jetzt schon bei Startnummer 39. Wie gesagt, 42, Kyle Blandford. Zwei Ausfälle, Lukas Broschek und Tolef Haugen. Gott sei Dank da nichts passiert. Aber eigentlich so auch ideal, oder? Wenn man Weltcuprennen irgendwo hat und gleich danach
nicht für den Nachwuchs so ein großes Event hinbekommt. Man muss eben natürlich auch die Ortschaft dazu finden, die sagt, okay, das machen wir. Natürlich, ja. Also da steht doch ein Riesenaufwand dahinter, weil man muss ja bedenken, okay, jetzt war am Wochenende das Weltcuprennen, aber die Arbeit geht ja schon sehr viel früher los. Also das ganze Organisationsteam, die müssen das vorher vorbereiten, die Netze werden aufgestellt, was ein immenser Aufwand ist, weil es ist da dreifach Netz da unten und das ist jetzt nicht in einem Tag aufgestellt und das ganze Zielgebiet Start oben. Und dann vor allem die ganzen Wetterverhältnisse, was bis jetzt waren. Es hat sehr viel geschneit und die Rutscher waren teilweise ja in der Nacht unterwegs. Und das ist ein Aufwand mit vielen, vielen Leuten. Und das geht über mit der Junioren, wenn dann über 3 Wochen eigentlich. Und da musst du erst Leute finden, die was das machen. Ja. Aber trotzdem, nochmal zum Erwähnen, es ist wirklich sehr gut organisiert. Sie haben sich sehr viel dabei gedacht. Mit den ganzen jungen Leuten dabei und vor allem auch, was ich super finde, dass es das erste Mal im Fernsehen übertragen wird. Also, dass die Jungen eine Plattform haben, dass die Zuseher daheim die Möglichkeit haben, einmal den Vergleich zu sehen. Ich finde das extrem spannend und gut. So, da bekommt man mal auch bei den Aktiven so richtig Tuchfühlung, was da alles ist. Und man hat einen direkten Vergleich Mädels und Burschen und Bestzeit bei den Mädels war 57 Mitte. Ja, 57. Und Bestzeit bei den Herren 55,06, also da sind es nur 2,5 Sekunden der Unterschied, gell? Ist eigentlich nicht so viel. Das ist in Ordnung. Ja. Bessere Sicht auch. Ja, genau, das kommt noch dazu. Callum Langmuir aus Großbritannien. Hat jetzt das Starttor ein bisschen zu früh aufgeschlagen. Also, es war alles im Reglement, aber zeitlich natürlich bleibt da das ein oder andere Zehntel liegen am Startschuss. So, was auch freudig ist, dass relativ viel eigentlich Speedler wieder da ein bisschen nachkommen. Das war ja sogar früher im Weltcup schon. Da, ich kann mich erinnern, ein paar Mal haben wir schon mal ein Rennen gehabt, da waren 40 Leute am Start. Also, gut, Baume ist natürlich. 7 Nationen so auf die Tour. Ja. Oder 9. Baume ist natürlich brutal. Gell? Also, ich denke es mir jetzt mal wieder, wenn ich es im Fernsehen anschaue. Erstens nicht nur den Mut, was man da braucht, weil es ist immer extrem eisig, es ist extrem dunkel. Speziell im unteren Teil und die Kraft, was man da braucht. Also man muss da wirklich erst einmal das überleben und man sieht ja bei den wirklichen Topläufern, die was beieinander sind, wie keine anderen, die was im Ziel unten zum Kämpfen haben, dass sie das durchstehen und ist vielleicht auch gut, wenn man da nicht jeden Jungen gleich drauf lässt. Richtig, und weil du hast ja dann nie eine garantierte Silvesterparty, wenn du dort im Start bist. Das wäre wieder dein Problem, gell? So, jetzt kommt dieser Kyle Blandford, 19-jähriger Kanadier, der heuer schon eben bei den Noram-Rennen in den Super-G-Star Top 10 gefahren ist und im Training 11. gestern im Abschluss, 16. oben. Kanadier stellen auch im Weltcup im Speed-Bereich vor eine sehr starke Mannschaft, angeführt von James Crawford. Ja, vorne jetzt schon ein bisschen den weiteren Weg, also man sieht jetzt schon einen kleinen Unterschied zu den Besseren vorne, gell? Aber trotzdem. Es ist nicht leichter für dich, gell? Nein. Aber auch er schafft es durch mit 2,5 Sekunden Rückstand und Rang 31. So, 10 Läufer stehen noch oben und da sind dann eben, wie gesagt, schon in der Kategorie Ski-Exoten mit dabei. Nikolai Lindfors aus Luxemburg. Ich meine, Marc Girardelli hat dafür gesorgt, dass es dort wenigstens einen Skiverband gibt, oder? Ja, nice, ist gut. Aber man sieht natürlich bei ihm schon, ja, so viele Abfahrtskilometer hat er jetzt noch nicht in die Füße.
Ja. Und dann nimmt man halt eben, wie schon des Öfteren angesprochen, wenn die Technik nicht passt, die Position, dann nimmt man Schläge auf, dass man meint, das ist jetzt ja nur noch ein Strumpel da herunter. Genau, man sieht bei ihm einfach eindeutig, er tut sich ein bisschen spreizen, sagt man. Also die Skiführung relativ breit und ziemlich steif von die Knie her und ja, da tut man sich natürlich schwer, dass man einen guten Schwungaufbau macht und dass man die Schläge gut schlucken kann. Lieber streifen wie eintätonieren. Wäre so ein bisschen die Devise auf alle Fälle. Genau. Aus Dänemark. Christian Ries-Markus. Christian Borgnes wird übrigens auch hier oben sein. Da ein bisschen zuschauen bei der Geschichte, der mittlerweile auch für Dänemark unterwegs ist im Weltcup. Das ist immer eine gute Geschichte, wenn Läufer kommen, die was im Weltcup mitfahren und da ein bisschen die Jungen zuschauen. Weil es ist doch ein Ansporn und sind oft Vorbilder und ich glaube, es ist wichtig, dass man da, wenn es schon mal in der Nähe ist, vorbeischaut und extra Portion Motivation für die Jungen dadurch bringt. Ja. Oh, in Kürze ist das Ganze hier auch geschafft. Morgen gibt es dann übrigens einen Super-G. Zuerst eigentlich Einzelentscheidungen, wieder Mädchen und Burschen. Und am Nachmittag gibt es dann noch dazu einen Slalom-Durchgang. Und in Summe wird dann ein neu ausgetragener Kombinationsteambewerb dann mit Medaillen belohnt. Wie geht das? Es werden schon vorneweg Paare zusammengestellt. Also man weiß dann schon morgen, bevor es losgeht. Unser Super-G-Läufer so und so fährt mit Slalom-Läufer so und so. Die Kombination, da kann man also nicht nachher zur Pause wechseln. Und in Summe wird Österreich zumindest vier Paare da am Start haben. Ist das für die Geschlechter her, also die Burschen ein Team zusammen und so, die Mädels, oder genau, ist so, gemixt? So ist es, nein. Also ist in der Einzelpartie. Einmal Mädchen, einmal Jungs und ein neuer Bewerb. Wir lassen uns ein bisschen überraschen. Sozusagen ersetzt die klassische Einzelalpine Kombination, die jetzt auch bei den Junioren hier bei den Weltmeisterschaften nicht mehr gefahren wird. Probieren wir wieder mal was Neues. Drei Sekunden hinten. So, jetzt schauen wir ganz kurz auf die inoffiziellen ukrainischen Skimeisterschaften. Speed, Dmytro Shepyuk. Und der Jüngste macht den Auftakt. Ja, super, dass sie dabei sind, dass sie da ihr Land vertreten. Ja, das ist wirklich eine klasse Geschichte. Ja. Oh, bleib stehen. Schwer am Limit unterwegs. Aber das ist natürlich auch die Jahrhundertchance für die Jungen dahinterher. Jetzt kann ich einmal auf einer Kandahar-Weltcup-Strecke fahren. Hey, weißt du, was das für ein Gefühl ist? Wenn man sich da runterhauen kann, wo gerade davor die Weltcup-Rennen waren. Also, es ist schon ein tolles Erlebnis. Dmytro Shepyuk, also der erste der vier Ukrainer, bleibt einmal unter der Minute. 4,74 Rückstand auf den neuen Junioren-Weltmeister in der Abfahrt. Rock Asno 55,06 steht da. Übrigens Stefanie Grob aus der Schweiz. Spondor bei den Mädchen 57,51. Knapp unter 2,5 Sekunden der Rückstand. Der nächste der Ukrainer ist Maxim Marichin. Einfahrt in den Eisfall.
flott in Position. Sehr mutig. Auch wenn man da noch den ein oder anderen technischen Mängel sieht, aber trotzdem. Probieren sie es und schauen, dass sie zwischendrin in Position kommen, dass sie in der Hocke fahren. Ja, und natürlich eine Challenge, oder? Dass ja. Der erste ist, wie wichtig war das eigentlich bei euch im Team immer? Okay, wenn es jetzt einmal nicht gereicht hat im Stockel, aber ich mache die. Naja, gut, es war schon mal die Devise, Stockerl oder Sieg. Also, ja, okay. Klar, aber ja. Natürlich ist es immer wichtig, dass man vor die Teamkollegen ist, weil es geht ja weiter mit den Rennen, mit den nächsten Rennen. Man will ja seine Startposition behaupten und oder seinen Startplatz auch behaupten. Und darum ist es wichtig, dass man vor die Teamkollegen ist. Aber die Wiese war natürlich immer ganz vorne sein. Gut, Marichin hat schon einmal seinen Landsmann abgefangen. Jetzt kommt der dritte aus dem Bunde, Artem Soldadenko. Wäre momentan sozusagen der beste Ukrainer im Rückstand her im Ziel. Eine andere Linie hereingesprungen ja. Da. Es fällt jetzt 10 Gramm her. Trotzdem, mir gefällt es. Ja. Immer zwischendrin wieder in der Hocke. Jetzt schauen wir, 4.08, schauen. Also 59, 14 wird sich nicht ganz für ihn ausgehen. Ah, momentan nur ukrainisches Bronze, wenn man so will. Einer kommt noch, nämlich jetzt genau dazwischen müsste eigentlich der Italiener Motterlini fahren, aber der ist nicht am Start und damit ist auch der nächste Läufer ein Ukrainer, nämlich Taras Filiak. Also die vier Ukrainer nacheinander. Die haben sich ein internes Match ausgemacht. Auf alle Fälle. Ah, schau, das ist schon mal der schnellste Jump. Super, mit Abstand. Der ist am tiefsten unterwegs. Ist das ideal so tief? Nein, sicher nicht. Also man sollte schon mein Gesäß speziell ein bisschen höher sein, weil sonst ist man eigentlich Passagier. Man muss immer ein bisschen über dem Ski stehen. Also wenn man zu weit hinten ist, dann ist passt der Kniewinkel auch nicht und die Position von Schienbein. Und ja, man sieht es eben, genau das sind die Auswirkungen, wenn man zu weit hinten ist von der Position. Zu tief wie aufs Auge. Aber er ist der schnellste, Taras Filiak, mit 3,7 Sekunden Rückstand. Er ist Ukraines schnellster Junior auf der Abfahrt. Und das ist die Startnummer 52. Wir sind praktisch am Ende angelangt. Alessandro Cantele Fink aus Mexiko. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen geschmunzelt habe, aber weil wir vorher schon geredet haben und dass der Hubertus vielleicht am Start ist, aber definitiv nicht, weil die Statur passt nicht ganz, kommt nicht mehr ganz hin. Oh, ja. Aber direkt lasst das da rein. Ja, jetzt da ordentlich drin halten, kommt noch das Schwierigste, kommt jetzt noch. Absolut, ja, der Teil und das nächste Doppeltor, jetzt über den Außenski. Ja, geschafft, nochmal ein kleiner Quersteller und dann ist auch diese Junioren-Abfahrts-WM bei den Burschen geschlagen. Er ist durch, freut sich. Das ist der 48. und letzte Platz für Cantele Fink aus Mexiko. Gold geht an Slowenien und das ziemlich überlegen. Rok Asno triumphiert. Ah, herrlich. Schau, so kann man sich freuen, wenn man die Kanda habe zwingt. Genau. Ja, das ist auch aller Ehren wert. Ohne jeglichen Respekt stürzt er sich. Und von den Rückständen her hat der Hubertus zuletzt ein bisschen mehr schon ausgefasst als genau. Die 6 Sekunden, oder? Also Endstand hier. Gold für Slowenien,
Silber geht an Frankreich, Albon, Elisi, Cannaferina und Livio Hildbrand aus der Schweiz mit einem dritten Platz. Eine Hundertstel war der Schweizer schneller unterwegs als Vincent Wieser, der beste Österreicher auf Rang 4. Das hat ganz knapp nicht gereicht, mannschaftlich sehr, sehr stark. Denn Noah Geiseder als Siebenter auch noch unter einer Sekunde Rückstand. Niklas Skardal wird Achter und Luis Tritscher an der 10. Stelle. Haben wir noch Martin Luis Walch ist 25. Und einen Ausfall hatten wir auch zu verzeichnen, nämlich Lukas Boschek. Ja, Niki, das war mal die Auftaktschlacht hier bei dieser alpinen Junioren-WM. Es war schwierig genug, glaube ich, kann man sagen, sowohl für Männlein wie Weiblein. Absolut, also es war sicherlich vom Schwierigkeitsgrad her am Limit, aber man hat es gewusst im Vorfeld und man hat sich darauf vorbereiten können und trotzdem sage ich, sie haben sich wirklich sehr gut geschlagen. Alles klar, ich sage Dankeschön. Danke auch. Wunderbar. So, und wir hören uns jetzt mal den Sieger an. Rock, you rocked it today. Yesterday you were sixth in the training and you took the victory today. Where did you make the difference? I'm just not that comfortable on the training run. I don't give 100%, but when it's race day, I push it to the limit. I try to go as clean as possible and I do my best. Well, now you are World Junior Champion 2023 in downhill. What can we expect for the Super G? Junioren-Weltmeister that sounds amazing and I'm really glad I managed to do that. Super. I will push it again in Super G and hope for the best. Ich werde jetzt auch im Super G voll attackieren, voll angreifen. I can be fast there too. Und ich kann auch dort sehr, sehr schnell sein. Well, congratulations and good luck for the upcoming races. Thank you. Also, soweit der Sieger heute, den wir morgen, also in dem Fall definitiv wieder sehen werden. Morgen Super-G bei Damen und Herren. Rok Asno aus Slowenien. Ja, heute hier mal sehr beeindruckende Geschichte, schwierige Rennen für die Damen, für die Herren. Das war durchaus am Limit. Leider noch keine Medaille für die Österreicher, aber ich würde sagen, keine Enttäuschungen. Es war bei den Damen recht in Ordnung. Da haben wir noch weniger zum Favoritenkreis gezählt. Bei den Herren war es ein bisschen hoffnungsvoller und mit einer sehr starken, geschlossenen Leistung von vier Läufern in den Top 10. Hat man hier keineswegs enttäuscht, aber natürlich das Edelmetall, das fehlt. So, jetzt geht das E-Flott, Siegerehrung, Flower Ceremony. Junior World Championships here in St. Anton am Arlberg. Auch für Ski Alpine Juniorenweltmeisterschaften hier in St. Anton am Arlberg. On third place, the bronze medalist winner. Auf Platz 3, Bronzemedaillengewinner, Livio Hildbrand! On second place, silver medalist winner. From France, auf Platz 2, pardon, aus Frankreich, LSI, Cannaferia, Albon. And the gold medalist winner of this downhill man race 2023 from Slovenia, Asno Rok.
Das also die ersten drei. Die Schweiz heute schon mit zwei Medaillen am ersten Tag. Erster Tag der FIS Ski Alpin Junioren Weltmeisterschaft. Die haben da schon prächtig hingelangt. Ganz wichtiger Hinweis noch, weil wir zuletzt noch einen Mexikaner am Start hätten. Natürlich hat das von Hohenlohe schon gerüstet für die nächste Gelegenheit, bei einer Weltmeisterschaft an den Start zu gehen. Courchevel, Meribel, dann wieder auch mit mexikanischer Beteiligung. Und jetzt hinunter zu Luki Schweighofer. Der erste Tag bei dieser FIS Junioren Ski-Weltmeisterschaft in St. Anton am Arlberg ist beinahe vorbei. Zumindest sind die Medaillen schon vergeben. Aber auch das stimmt nicht zu 100%. Die Medaillen gibt es nämlich erst heute Abend im Ortskern bei einer großen Siegerehrung hier in St. Anton. Aber die Ergebnisse haben wir mal schwarz auf weiß. Niki, fassen wir das zusammen, was passiert ist. Drei österreichische Damen waren mit dabei. Wir haben die Plätze 7, 13 und 19 für Bürgler, Ranalter und Lippburger. Wie gut ist das? Ja, natürlich hat man uns eine Medaille erhofft. Bei der WIC, also bei der Bürgler Victoria, ist es schade gewesen, dass sie speziell da im Zielhang nochmal so einen Quersteller gehabt hat. Wäre vielleicht die Medaille noch drin gewesen. Aber ja, sie hat sich mal gut präsentiert. Sie haben angefangen, Rennen zu fahren, aber natürlich hat man uns ein bisschen mehr gewünscht. Hilft nichts, es ist kein Wunschkonzert und sie ist sicherlich Favoritin bei Super-G Riesentallauf, ja. Magdalena Ranalter, mit ihr haben wir nach dem Rennen gesprochen. Die Tirolerin Magdalena Ranalter wird heute 13. in der Abfahrt. Magdalena, was war das für ein Erlebnis, bei einer Junioren-Weltmeisterschaft dabei zu sein? Mei, total cool. Es hat mich so gefreut, da oben zu fahren mit den ganzen Leuten. Meine Familie ist auch da, meine Cousine, mein Gotti. Und es war echt ein totaler Genuss da. Wir sind schon im Abfahrtsrennen der Herren. Ich sehe, Sie fiebern voll mit. Wie ist denn die Stimmung im ÖSV-Team? Ja, wir freuen uns natürlich alle füreinander und heben alle die Daumen und hoffentlich kann einer von den Buben was holen. Ich darf mich so freuen für Sie. Wo sehen wir Sie noch bei diesen Weltmeisterschaften? Morgen im Super-G-Final. Alles Gute dafür. Dankeschön. Soweit also die 13. platzierte Magdalena Ranalter. Bei den Herren hätte es fast geklingelt in Form einer Medaille. Vincent Winnie Wieser. Ja, jetzt um eine Hundertstel geschlagen. Wie bitter ist das? Also das ist natürlich das Schlimmste, was da passieren kann. Gerade bei einer Weltmeisterschaft. Ja, natürlich. Ich meine, er hat sehr gut, sehr lange ausgeschaut. Es ist dann von der Sicht her einiges besser geworden. Also sie haben hinten schon einen Vorteil gehabt. Und ja, leider. Ein Hundertstel ist extrem bitter und ja, hilft nichts. Da muss man durch. Es wird öfter jemanden geben, der was knapp Vierter wird. Gibt es einen Kollegen, gehen, Hans Knaus, der hat da die besten Erfahrungen und ja, das schmerzt einfach. Beaver Creek, glaube ich, war das bei ihm, oder? Ja, WM, genau. Ja, da ist Vincent Wieser, der aber noch viel vorhat, vielleicht das Gute von heute mitnehmen kann in den Super-G morgen. Aber die Teamleistung, und damit kommen wir zum Positiven, was die ÖSV-Herren betrifft, auf Rang 7. Noah Geiseder auf Rang 8, Niklas Kaderl und dann noch ein Vierter mit Luis Tritscher unter den Top 10. Teamleistung, da kann man nicht meckern, das war gut. Nein, überhaupt nicht. Also sie haben sich wirklich sehr gut präsentiert und sind an die Medaillenränge nur ganz knapp dran. Ich meine, es hat heute angeben, der was extrem gut gefahren ist, ohne Fehler. Also der Slowene hat sich brutal gut präsentiert und hat das einfach bravourös gemeistert. Und ja, schaut, einfach ein Hundertstel, das tut weh. Vielleicht geht es ja morgen dann im Super-G besser. Niki, vielen Dank für heute an dieser Stelle. Danke auch. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Gute Reise nach Kitzbühel und komm gut wieder nach St. Anton. Sehr gerne, ich freue mich. Und damit wollen wir über die beiden und mit den beiden sprechen, die heute hier Gold gewonnen haben. Der Slowene Rok Asno und die Schweizerin Stefanie Grob. Liebe Stefanie, komm gleich und schnapp dir das Mikrofon von der Niki und auch Rok Asno bitte an die Seite. Wir wollen mit den beiden Weltmeistern gerne auf dieser Seite noch, vielleicht auf der Außenseite. Herzliche Gratulation an euch beide. Ich glaube, wir können mit beiden Deutsch sprechen. Stefanie, bei dir, bei Ihnen weiß ich schon. Rok, Deutsch in Ordnung? Ja, in Ordnung, passt. Sehr gut. Die Österreicher haben mir erzählt, sie kennen sie von Jugendrennen, von FIS-Rennen und das mit dem Deutsch sollte klappen. Herzliche Gratulation. Wie war es jetzt bei der Zeremonie da drinnen? Ja, war super, war emotionell, weil das ist meine 5. Jugend-WM und ich habe mir die Medaille gewünscht und ja, heute ist ein Traum wahr gekommen und
Ich bin voll happy. Das heißt, bei den anderen vier Weltmeisterschaften hat es für eine Medaille noch nicht gereicht? Für die U18-Medaille hat es gereicht, aber für die wahre U21-Jugendmedaille hat es nie gereicht. Gratulation. Welche Disziplinen werden Sie noch in Angriff nehmen? Ich fahre noch morgen den Super-G und auch den Riesentaler dann am Sonntag. Stefanie Grob ist das Pendant aus der Schweiz. Herzliche Gratulation, Stefanie. Bei Ihnen ist es schon ein bisschen her, seit Sie die Zeremonie erlebt haben. Wie sind die Gefühle im Moment? Danke vielmals. Ja, es ist jetzt noch unbeschreiblich. Also, ich bin noch nicht da, wo ich bin eigentlich. Ja, aber wer da ist, das sind Mama und Papa. Haben Sie mit denen schon Kontakt gehabt? Was sagen die? Ja, die sind super happy und stolz. Ja. Beim Rock weiß ich, Slowenien, woher kommt die Stefanie? Von Appenzell, darum auch Appenzeller Bärli-Biber. Appenzeller Bärli-Biber, was ist das? Ist das der Keks, der da oben ist? Der ist immer dabei, oder? Oh, ist der für mich? Ja. Dankeschön. Schau, von einer Weltmeisterin einen Keks geschenkt bekommen, hebe ich mir für morgen auf. Morgen brauchen Sie auch Energie, weil ich nehme an, im Super-G werden Sie am Start sein. Ja, bereit. Heute Abend große Siegerehrung im Ortskern von St. Anton. Ich wünsche viel Spaß, genießen Sie es und alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder. Dankeschön. Danke vielmals. Stefanie Grob und Rok Asno, das sind die ersten Weltmeister hier bei dieser Junioren-Ski-WM. Morgen starten wir um 9.20 Uhr mit dem Super-G. Zuerst die Damen, dann direkt danach wieder die Herren. Und heute gibt es Live-Sport noch in ORF Sport Plus und zwar ab 14.25 Uhr. Biathlon aus Antholz, der Damensprint steht auf dem Bewerb. Ich hoffe, wir sehen uns dann morgen um 9.20 Uhr wieder. Schöne Grüße derweil aus St. Anton.